darf Ihnen heute einen Menschen ankündigen, der heute die Reise auf sich genommen hat. Er ist extra aus Hamburg angereist. Ich bin jetzt den vierten Tag mit ihm unterwegs. Er ist ein Mensch der ganz besonderen Art. Er ist jetzt kein Mediziner, wie man üblicherweise kennt, sondern er ist einer, der immer versucht, die Ursache einer Krankheit zu bekämpfen. Und er hat nicht nur Allgemeinmedizin studiert, sondern er hat auch Zahnheilkunde studiert. Er hat eine Ausbildung zum Heilpraktiker abgeschlossen und noch viele andere Dinge mehr. Und er ist einer, der zum Beispiel mit dem Fahrrad von Hamburg nach Indien fährt oder nach Marokko oder eine Ostsee-Umrundung macht mit dem Fahrrad. Und er ist auch einer, der ein Buch geschrieben hat. Er ist Buchautor. Er hat das einzige Buch geschrieben über Arginin. Und was dieses Arginin bedeutet und was das dieses Arginin hergibt, das wird er noch im Laufe seines Vortrages persönlich an Sie weitergeben. Ich darf Sie bitten, dass Sie die nächsten 1,5 Stunden sehr, sehr gut aufpassen, dass Sie viel Dinge mit nach Hause nehmen. Und jetzt möchte ich Sie bitten, begrüßen Sie mit einem tollen Applaus bei mir heraus, den Frank Hester aus Hamburg. Vielen Dank. Guten Tag alle zusammen. Herzlichen Dank, dass ich hier heute vortragen darf und dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, weil die österreichische Mentalität so liebenswert ist. Ich finde das so nett hier immer bei euch. Vielen Dank dafür. Ich bin so eine lustige Frohnatur und finde das auch immer schön, wenn ich auf Gleichgesinnte treffe. Und da bin ich jetzt hier genau richtig. Ich fühle mich jedes Mal zu Hause, wenn der Franz mich hier wieder einlädt nach Österreich. Ihr wollt ganz gerne etwas lernen über die Gesundheit und damit über die Medizin, wollt ihr ein bisschen erfahren. Ich habe im Laufe meiner ganzen medizinischen Ausbildung ein paar Überlegungen angestellt, was man so mit der Gesundheit machen kann. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich ein großer Schritt ist, auf die Ursache der Krankheit zurückzublicken und nicht immer nur Symptome zu bekämpfen. Symptome zu bekämpfen heißt, dass wir anfangen müssen, die Symptombekämpfung zwar, wenn sie notwendig und wichtig ist, hinten anzustellen, aber die Ursache eigentlich vorrangig behandeln wollen. Und um das präsent zu machen und klar zu machen, mache ich so einige verrückte Aktionen. Eine davon ist, in Hamburg im Februar war das diesen Jahres, in einen Teich zu springen oder in einen See. Da habe ich dann ein bisschen Eisbaden gemacht. Was soll das, kann man sich fragen. Ganz einfach, dieses Eisbaden soll Werbung machen für eine gute Durchblutung. So, aber ihr seid ja nun nicht hier, um Eisbaden zu lernen, sondern ihr wollt ein bisschen über Gesundheit lernen. Und die Gesundheit ist ja eine Sache. Und ich versuche mal herauszufinden, wie Krankheit entsteht. Und darum habe ich das Ganze einmal genannt, die Mutter aller Krankheiten. Die Mutter aller Krankheiten heißt, vielleicht gibt es hinter den Krankheiten eine Grundkrankheit. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Wir haben nur eine Gesundheit. Also ich frage mich jedes Mal, wie Krankheit entsteht und wie die Ursache hinter der Krankheit ist. Vielleicht gibt es eine Grundkrankheit und diese Grundkrankheit könnte vielleicht andere Krankheiten in ihrer Entstehung erklären. Und darum habe ich diesen Vortrag genannt, die Mutter aller Krankheiten. Wenn man im Duden nachschaut, dann gibt es nur eine Gesundheit. Eine Gesundheit. Tja, Gesundheit ist je nach Definition der Zustand körperlichen Wohlbefindens. Andere definieren es etwas anders und sagen, keine biochemische Störung im Organismus. Denn wenn ich zum Beispiel Diabetiker bin und meine Insulinspritzen bekomme, dann fühle ich mich ja körperlich wohl. Ich habe keine Befindensstörung. Aber trotzdem bin ich biochemisch krank. Deswegen ist Gesundheit ein bisschen schwammig definiert, aber das mit der Biochemie finde ich schon eine ganz gute Erklärung. Wenn man an die Medizinbücher schaut, dann sieht man in den Medizinbüchern 40.000 Krankheiten. 40.000 Krankheiten bei nur einer Gesundheit. Da passt doch irgendwas nicht. Das heißt, entweder es müsste auch 40.000 Gesundheiten geben, oder wenn es nur eine Gesundheit und 40.000 Krankheiten gibt, müsste es eine Krankheit vielleicht nur geben. Und das ist eine Herausforderung, die ich mir so gestellt habe. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann man einen Menschen heilen? Und unter Heilung verstehe ich den Zustand wiederherzustellen, wie er einmal war vor der Erkrankung. Ohne eine Narbe gesetzt zu haben und ohne den Organismus durch Nebenschäden geschädigt zu haben, Kollateralschäden erzeugt zu haben. Und wir haben viele
Krankheiten, die so erklärt sind. Und eine dieser Krankheiten wird immer fleißig hervorgehoben, ist genetisch. Und das seht ihr. Hier seht ihr mal einen Gendefekt, ein äußerst seltener Vogel, der im Urwald vorkommt. Das ist ein Krokogai. Die weibliche Form davon heißt Papagil. Ein absoluter Gendefekt, eine Rarität. Also der ist am Aussterben. Gendefekte gibt es bei Menschen auch, ganz klar. Diese Gendefekte treten dann auf, wenn Spermium und Eizelle fusionieren. Das heißt, schon gleich am Beginn der Befruchtung. Und wenn dort ein Gendefekt auftritt, dann zieht er sich durch die gesamte Schwangerschaft hindurch und man sieht ihn auch anschließend noch. So ein Gendefekt ist zum Beispiel die Trisomie 21, das Down-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, der absolut genetisch ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gendefekte, wo man sagt, ja, ich habe das krankmachende Gen. Und viele sagen, ja, meine Mutter, die hat schon Brustkrebs gehabt, also habe ich bestimmt auch das Brustkrebsgen. Richtig. Aber das Gen alleine, wenn es ein Brustkrebsgen gibt, dann muss ein zweiter Faktor hinzukommen. Und dieser zweite Faktor muss den Krebs dann erst auslösen lassen. Es reicht nicht, das Gen zu haben. Denn dann hätte ich, wenn ich auf die Welt komme, schon gleich Brustkrebs als Frau. Ich brauche also noch einen Faktor 2, einen Faktor X. Und ich will euch mal meine Version oder meine Idee erzählen, was dieser Faktor X sein könnte. Vielleicht nicht sein muss. Und diese Idee ist, dass Krebs aus meiner Sicht durch einen Stillstand entsteht. Und zwar Stillstand von Körperflüssigkeiten. Und diese Körperflüssigkeiten, wenn sie stillstehen, haben vielleicht Substanzen, die schädlich wirken. Und wenn diese Substanzen schädlicherweise an irgendwas dran rumknabbern, dann entsteht eine entartete Zelle und diese entartete Zelle kann zu Krebs werden. Ein Stillstand ist zum Beispiel möglich, wenn der Stuhlgang nicht ein- oder zweimal am Tag ist, sondern wenn man alle 3 Tage einmal nur Stuhlgang hat. Dann heißt das, dass im Enddarmbereich die verdaute Nahrung, halt der Stuhl, stehen bleibt. Und wenn das eine chronische Sache ist bei diesen Menschen, chronische Verstopfung, dann ist dort die Giftrate am höchsten. Und im Enddarmbereich treten die häufigsten Dickdarmkrebse auf. Das heißt, man muss sich hier Gedanken machen, ob man nicht durch ballaststoffreiche Ernährung und Erhöhung der Stuhlfrequenz, ob man da nicht ein bisschen den Krebs beseitigt oder gar nicht die auslösende Ursache hat. Aber kommen wir zurück zum Brustkrebs. Was ist denn da für ein Stillstand? Du kann man den Frauen ja nicht raten, stillt jedes euer Leben lang, damit da ein Fluss an Milch ist oder so. Das geht ja nicht. Aber es gibt eine andere Sache und diese andere Sache ist unser Lymphsystem. Wir haben einen Blutkreislauf und dieser Blutkreislauf, der muss durch 90.000 Kilometer Blutgefäße hindurch. 90.000 Kilometer. Wir haben 5 Liter Blut und diese 5 Liter Blut werden in einer Minute einmal vom Herzen durch diese 90.000 Kilometer durchgepumpt. Wenn es jetzt in die Venen geht, das ist bis in die Körperecken hinein, dort in so kleine Haargefäße, die Kapillaren gelangt, dann wird an den Stellen ein bisschen von dem Blut abgepresst. Das ist nur eine Flüssigkeit und diese Flüssigkeit nennen wir Lymphe. In den Füßen, in den Händen passiert das. Und diese Lymphe muss dann wieder zurück in den Kreislauf geleitet werden. Und dieser Rückfluss geschieht über Lymphbahnen. Und so ist das auch in der Brust. In der Brust wird Lymphe abgegeben und über Lymphbahnen durch die Achselhöhle und so weiter in den Kreislauf zurückgeleitet. Diese Lymphe, wenn die nicht richtig abfließen kann, wenn die Lymphe stehen bleibt, beinhaltet sie alle Substanzen und diese Substanzen können an Ort und Stelle einen Schaden anrichten. Was ist es nun, dass bei der Frau eventuell die Lymphe nicht mehr richtig abfließen lassen kann? Ganz einfach. Der BH. Der Büstenhalter. Die Frau klemmt ihre Brust ein, die Brust wird kaum bewegt. Das heißt, der Lymphabfluss wird durch mangelnde Bewegung auch nicht richtig aufrechterhalten. Wenn das nun der Fall ist, dass eventuell der Büstenhalter schuld ist an einer Mitentstehung des Krebses, dann müsste man da eine Konsequenz draus ziehen. Also noch einmal, Heilung ist, den Zustand wiederherzustellen, wie er einmal war, vor der Erkrankung, ohne eine Narbe gesetzt zu haben und ohne Nachbarschäden hervorgerufen zu haben an anderen Organen. Das ist für mich Heilung. Wenn jemand in diesem Raum hier mir eine einzige Krankheit nennen kann, die durch die Schulmedizin zu 100% heilbar ist, von den 40.000 Krankheiten, die wir haben,
dann lade ich diesen Menschen zum Essen ein. Ich habe dieses Angebot mit dem Essen seit 4 Jahren immer wieder erzählt. Ich bin das Essen bislang nicht losgeworden. Ich habe es Professoren gesagt, Ärzten, Chirurgen, Heilpraktikern, Zahnärzten, Rechtsanwälten, Seminarteilnehmern. Ich habe es in der Welt rum erzählt. Ein Rechtsanwalt, der Medizinbücher schreibt, der hat sogar das in seinem Buch vor 2 Jahren reingebracht. Keine Rückmeldung seitdem. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert und ich finde es schade, dass wir den Menschen nicht heilen können. Was kann man denn machen, um den Körper, und wirklich der Körper nur alleine schafft es, sich zu heilen, was kann man machen, diese Heilung zu unterstützen? Und so kommen wir auf die Idee, was uns denn krank macht. Und wir müssen auf die kleinste Einheit, die kleinste Funktionseinheit zurückblicken im Körper. Und die kleinste Funktionseinheit ist unsere Körperzelle. Sämtliche Körperzellen schwimmen in einem Körperwasser. Und dieses Körperwasser ist im Bindegewebe lokalisiert. Und die Zellen schwimmen da einfach drin. Wie dieses Wasser aussieht drumherum, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das ist wichtig zu wissen, dass dieses Wasser so unterschiedlich ist. Und warum, werde ich euch gleich noch erklären, was da so wichtig dran ist, an diesem unterschiedlichen Wasser da drin. Das Körperwasser, wie wird das gebildet? Das Körperwasser wird gebildet aus dem, was wir essen und was wir hier im Seminar trinken. Das ist euer Körperwasser. Und wenn wir dieses Körperwasser nochmal genauer betrachten, dann müssen wir uns vorstellen, ein Beispiel. Ich habe letzt von jemandem gehört, der hat sich 2 Jahre lang mit Cola Light ernährt. Das kann man sich mal vorstellen. Man könnte aber auch sagen, das ist vielleicht nicht ganz so gesund. Das hat er dann auch gemerkt, weil er daraufhin eine Allergie bekommen hat. Oder mehrere Allergien sogar. Das war das Aus für seinen Cola Light Konsum und er hat damit aufgehört. Nun stellt euch mal vor, das Körperwasser wird immer nur mit Cola Light ersetzt und immer Cola Light kommt da in dieses Wasser rein. Dann haben wir hier eine Zelle, daneben eine zweite Zelle und die Zellen kommunizieren immer miteinander. Sie haben biochemische und elektrische Signalbotenstoffe, die von Zelle zu Zelle eine Information leiten. Wo muss die Information durch? Sie muss durch das Wasser durch. Und nun stellt euch einmal vor, ihr habt eine Gruppe an Bakterien. Und diese Gruppe an Bakterien müssen von einer Fresszelle gefunden werden. Die Bakterien erzeugen Abfallstoffe. Das sind die Bakterienstoffwechselprodukte. Die gehen in die Umgebung hinein und das riecht die Abwehrzelle. Die Abwehrzelle hat irgendwie eine kleine Nase und riecht diese Abfallstoffe. Und daraufhin wandert sie in Richtung, wo diese Stoffe herkommen. Und wenn sie das Bakterium gesehen hat, dann frisst es das auf, die Bakterienkolonie wird beseitigt. Nun stellt euch mal vor, dieses Geruchsvermögen ist eingeschränkt durch ein übersäuertes Milieu, durch Abfallstoffe, durch Flackestoffe in diesem Körperwasser. Dann weiß diese Fresszelle gar nicht, wo sie hin soll und geht in eine andere Richtung. Die Bakterien werden nicht erkannt, vermehren sich, werden eine große Bakterienkolonie und dieses große Bakteriengeschehen kann den Körper jetzt schädigen und krank machen und sogar zum Tode bringen. Wenn wir alle jetzt in einem Flugzeug sitzen würden, wir fliegen alle nach New York, ich lade euch alle ein, fliegen nach New York und 10 Tage später würden wir wieder zurückkehren hier nach Österreich. Und wenn wir sehen, dass dieses Flugzeug mit einer Person besetzt ist, die die Vogelgrippe hat. Und dieser Mensch geht schön gemütlich durch die Reihen im Flugzeug und hustet schön gemütlich jeden an. Dass auch jeder brav die gleiche Menge an Vogelgrippeviren einatmen darf. Nee, musst du jetzt nicht machen. Wenn jeder diese Vogelgrippeviren gleichermaßen eingeatmet hat und wir uns nach 10 Tagen ja wiedersehen, glaubt ihr dann, dass auch alle 100% der Flugzeuginsassen die Vogelgrippe haben? Glaubt ihr nicht. Richtig, weil ja die Hälfte geimpft ist dagegen, oder? Aber auch die nicht geimpft sind, richtig, ich höre den Zuruf, das Immunsystem ist hier was Wichtiges. Richtig, das Immunsystem sind ja wieder unsere Fresszellen mit noch weiteren Zellen, die eine Krankheit erkennen und beseitigen können. Wenn wir ein Milieu haben, in dem unsere Abwehrzellen nicht die Erreger, in dem Falle natürlich die Vogelgrippeviren, finden können, dass die nicht irgendwie dahin gehen können, dann wird jemand krank.
Also wichtig ist zur Entscheidung, ob ich gesund bleibe, wenn ich angehustet werde oder krank werde, das innere Milieu. Und das innere Milieu, in dem auch unsere Abwehrzellen schwimmen. Die Abwehrzellen ernähren sich von den Dingen, die außerhalb ihrer Zelle selbst sich befinden. Und diese Dinge, die außerhalb der Zelle sind, sind das Produkt dessen, was wir essen. Also unserer Nahrung und unserer Getränke. Mal die Frage hier an den Raum, wer hat das Gefühl, dass er übersäuert ist im Körperinneren? Zaghaft. Also hier sitzen die Übersäuerten, da meldet sich keiner. Verstehe. Ihr sitzt näher zum Ausgang, das hat eine Bedeutung, oder? Gut. Also die Übersäuerung ist ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, es wird aber immer negiert. Warum? Weil man die Säure im Körper nicht so richtig messen kann. Das Blut selber hält seinen Säurespiegel immer relativ konstant. Und es ist wichtig, sich Gedanken über unseren Säurehaushalt zu machen. Denn die Säure, das Säure-Basengleichgewicht, spielt eine große Rolle für unser körperliches Wohlbefinden. Das ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben, dass unsere Säure-Basenbalance im Gleichgewicht ist. Gucken wir uns einmal die pH-Skala an. Ihr wisst doch aus dem Schulunterricht, dass pH-neutral bei 7 ist. Alles, was auf der Skala in Richtung 0 geht, ist sauer. Alles, was in Richtung 14 geht, ist eine Lauge. Und einige Dinge sind auf dieser Tabelle abgebildet, in welchem Bereich auf der pH-Skala sie sich befinden. Salzsäure hat einen pH-Wert von 1, ist extrem sauer. Wo ist Salzsäure in unserem Körper? Im Magen. Die Magensäure hat einen pH-Wert von 1, ist also extrem sauer. Zitronensaft, gemessen, einen pH-Wert von 2. Essig hat 3, Cola hat 3, Wein ist mit 4 repräsentiert, Bier, habe ich jetzt hier gesehen, hat einen pH-Wert von 5. Und die Haut, habe ich auch gesehen, hat einen pH-Wert von 5,5. Die Hautoberfläche hat einen pH-Wert von 5,5. Damit ist die Haut also sauer. Ich habe, als ich studierte noch, die Professorin gefragt, ich sage, warum ist denn die Haut mit einem pH-Wert von 5,5 versehen? Ja, bekam ich zur Antwort, das liegt daran, dass wir einen Säureschutzmantel haben. Habe ich gefragt, ja, wofür brauchen wir denn einen Schutz? Ja, ganz einfach, wir brauchen den Schutz vor den Bakterien, damit die Bakterien nicht in die Tiefe eindringen und uns töten. Aha, habe ich gesagt, habe ich verstanden. Wenn man sich mal wild lebende Tiere anschaut, die im Wald sind, Rehe oder so etwas, und deren Hautoberfläche einmal analysiert, dann stellt man fest, dass die nicht bei 5,5 ist. Und die Frage ist also, warum sterben nicht die ganzen Rehe im Wald aus? Die müssten durch die Bakterieninvasion tot sein. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, entweder haben die einen anderen Schutzmechanismus oder wir brauchen den auch nicht. Ich habe nun viel studiert, ich müsste also viel noch mal Tiermedizin studieren, um das auch nochmal zu verstehen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir brauchen auf der Haut vielleicht keinen pH-Wert von 5,5, wir könnten auch ohne diesen Säureschutzmantel überleben und hätten keine Bakterieninvasion. Dann wäre vielleicht ein pH-Wert von 7,0 auf der Haut ganz sinnvoll. Und nun geht man in ein Reformhaus oder in einen Supermarkt und guckt sich dort einmal eine Seife an. Diese Seife nimmt man sich dann zur Hand und da steht drauf pH hautneutral. Habt ihr schon mal gesehen? pH hautneutral. Hört sich toll an, neutral und so, das ist ja sowas wie 7. Nee, da steht ein Stück drunter 5,5. Schon mal gesehen? Steht drauf. Das heißt, und dann noch irgendwo dermatologisch getestet, der Hautarzt hat das auch nochmal getestet, wenn ich so eine Seife nehme, dann muss ich mir also überlegen, aha, ich packe also Säure auf meinen Säureschutzmantel. Klingt ja logisch, damit der nicht kaputt geht, der Säureschutzmantel, und ich gegen Bakterien gefeit bin. Das ist ja eine tolle Idee. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Haut deswegen sauer ist, weil sie den Körper entsäuert, wenn wir davon ausgehen, dass die Haut ein Entgiftungsorgan ist für Säure und die Säure über die Haut ausgeschieden wird, dann wäre es eigentlich fatal, oben noch einmal drauf Säure zu packen. Denn wenn ich die Säure oben drauf tue, kann von innen die Säure ja nicht mehr herauskommen, weil sie ja gegen eine andere Säure stößt und drinnen bleibt. Wir bleiben also übersäuert, wenn wir so eine Seife verwenden, ist meine persönliche Meinung. Aus meiner Sicht sollte man das also ein bisschen anders machen. Man sollte
eine Seife benutzen, die vom pH-Wert über 7 liegt. 0,5 vom 1,5 entfernt, pH-mäßig. Also bräuchten wir eine Seife, die nach oben um 1,5 erhöht ist, also einen pH-Wert von ungefähr 8 oder 8,5 hat. Wenn wir so eine Seife nehmen würden, dann würde die Säure neutralisiert werden und ich hätte einen pH-Wert von 7,0 auf der Haut. Nun fragt ihr euch, ja, wo gibt es denn so eine Seife? Gibt es die überhaupt? Kann man die überhaupt kaufen? Ja, kann man. Eure Eltern haben sie vielleicht benutzt und ihr kennt sie alle. Die Kernseife. Kernseife, die gute alte Kernseife. Wenn man die einmal nimmt und sich damit wäscht, dann merkt man, dass die Haut viel weicher wird. Wenn ihr mal mit einem Flugzeug fliegt, dann werdet ihr merken, dass es da diese Nacktscanner gibt. Da stellt man sich mit den Füßen so also aufs gelbe Füße, dann macht man die Arme nach oben und dann fährt ja dieser Nacktscanner um einen herum. Das dauert immer und deswegen hat man meistens eine Schlange vor sich und kann jeden sehen, wie er die Arme dann nach oben macht. Und dann sieht man auch bei jedem zweiten oder dritten, dass unter den Achseln ein Fleck ist. Schweiß. Und dieser Achselschweiß, der hat eine Bedeutung. Er stellt eine Entgiftung dar. Der Körper lässt den Schweiß aus den Achseln heraus. Vor 3 Jahren hatte ich einmal 3 Patientinnen, die kamen zu mir und sagten, Herr Jester, können Sie uns den Schweiß da einmal wegmachen? Da habe ich gesagt, okay, ich kann Ihnen erklären, wie das funktioniert und was der Hintergrund eigentlich von dem Achselschweiß ist, nämlich die Entgiftung. Und das kann ich alles in Ruhe machen. Nein, nein, wir möchten das auf unsere Art und Weise haben. Ich sage, okay, was ist denn Ihre Art und Weise? Wir hätten ganz gerne, dass Sie uns da Botox reinspritzen. Das Gift, das die Nerven lähmt, damit die Schweißdrüsen nichts mehr produzieren. Ich sage, okay, warum denn das? Ja, das haben wir mal so gehört, das wissen wir, dass dann der Schweiß nicht gebildet wird und dann haben wir keinen Achselschweiß mehr. Habe ich gesagt, das tut mir leid, aber das mache ich nicht. Ich behandle auf eine natürliche Art und Weise und sehe nicht zu, dass das Gift noch im Körper drin bleibt, indem ich verhindere, dass es rauskommt. Und dann sind die 3 gegangen, haben nicht weiter zugehört und haben meine Praxis verlassen. Ihr seht also, wie unterschiedlich man das betrachten kann. Sobald jemand Achselschweiß hat, muss man ihm sofort sagen, er soll aufhören, Fleisch zu essen. Fleisch wird über die Achseln rausgeschmissen. Und wenn derjenige anfängt, andere Nahrung zu sich zu nehmen außer Fleisch, dann merkt man ganz deutlich, dass der Achselschweiß nachlässt. Ganz simpel. Es ist eine Übersäuerung. Und diese Übersäuerung muss man begegnen. Und wir haben einige basische Dinge. Unser Speichel ist basisch. Das Blut hat auch einen basischen Wert. Schweiß, wenn er produziert wird, in Höchstform hat 7,4. Über den Tag verteilt, macht der Schweiß die Haut eigentlich sauer. Seewasser hat 8,3. Dann hat unser Darminhalt auch 8,3 und nicht im Körper vorhanden ist die Natronlauge mit 14. Ein großes Organ, das immer wieder Säure auch entsäuern möchte, ist unser Magen. Und wenn wir unseren Magen einmal betrachten, dann wissen wir, dass in den Magen Salzsäure hineinkommt. Diese Salzsäure, die in den Magen hineingeht, die ist ja nicht schlecht, die brauchen wir für die Verdauung, aber wenn es nichts zu verdauen gibt, dann wird die ganze Zeit der Magen völlig übersäuert. Und wer kennt das, dass er so Sodbrennen hat und manchmal so Schmerzen in der Magengegend? Kennt das jemand? 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele, 1,5, ja, okay. Ihr merkt schon, da ist etwas los. Und sobald ihr diese Symptome habt, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass ihr übersäuert seid. Das Blut will versuchen, die Säure in den Magen reinzugeben. Dafür gibt der Magen einen Säurefänger, das ist Bicarbonat, an das Blut ab. Nun weiß der Magen aber nicht, wohin mit der Säure. Und entweder er lässt sie weiter in den Darm hineingehen, sodass es wieder zurückkommen kann, oder ihr habt so ein Aufstoßen, ein Übelkeitsgefühl, und das ist eigentlich das beste Zeichen dafür, dass die Säure raus sollte, dass ihr eigentlich erbrechen solltet. Und nun sagt ihr, ach, ich habe so ein Übelkeitsgefühl, lieber Herr Apotheker, haben Sie nicht da was gegen? Ja, sagt er, Sie kriegen jetzt ein Anti-Übelkeitsmittel von mir. Und dann wird die Säure nicht herausgeholt, sie kann in den Körper wieder zurückgehen. Und wenn das über Jahre so geht und das immer mehr wehtut im Magen, dann geht man zum Arzt und sagt, lieber Herr Arzt, ich habe hier Magenprobleme, mit brennt das immer, das tut immer so weh. Ah ja, Sie haben einen übersäuerten Magen. Dann bekommen Sie von mir jetzt einen Säurehemmer.
ein Protonpumpenhemmer. Und der sorgt dafür, dass die Säure nicht in den Magen hineingehen kann. Ja, wo bleibt sie denn dann? Sie wird zurück in den Körper gedrängt. Ich kann nicht erbrechen, ich kann sie nicht in den Magen reingeben, also zurück schön brav in den Körper. Vor 120 Jahren und weiter zurückliegend hatten die Ärzte noch eine interessante Therapie. Immer wenn es einem Menschen schlecht ging, haben sie gesagt, ihr müsst mal eure Körperflüssigkeiten loswerden. Und die haben den Leuten Brechwurz gegeben. Die Brechwurz hat dazu geführt, dass man erbrechen konnte. Heute machen wir das Gegenteil. Wenn ein anderer Weg die Entgiftung über Durchfall ist, dann wird heute eine Medizin eingenommen, die sagt oder dafür sorgt, dass der Durchfall aufhört. Wenn der Durchfall aufhört, bleibt ja alles an Gift drin. Wenn das komische Bakterien sind, erzeugen die wieder merkwürdige Gase und die dürfen nicht raus, weil ich ja ein Antidurchfallmittel genommen habe. Das heißt, unsere Entgiftungswege, die wir natürlich haben, Erbrechen, wenn es uns nicht gut geht, Durchfall, wenn es notwendig ist, Achselschweiß, Körperausdünstung, in den Magen hinein Säure abgeben, das wird alles verhindert. Es wird unterdrückt. Und die Säure wird schön brav zurückgegeben in den Körper. Und wo bleibt die Säure? Sie muss sich ja irgendwelche Ecken suchen. Sie kann nicht immer nur durchs Blut fließen, weil das Blut relativ konstant bleiben möchte mit seinem pH-Wert. Also sucht es sich zum Beispiel Gelenke. Und das kann zum Beispiel das Kniegelenk sein. Ich glaube, die nächsten Bilder sind nicht so appetitlich. Das heißt, am besten weggucken. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Arginin. In diesem Buch sind nur hübsche Bilder drin. Nicht so was Ekelhaftes hier. Das heißt, das seht ihr nur bei mir im Vortrag. Das ist ein Kniegelenk. Und was ihr hier seht, ist ganz normaler, schöner Knorpel. Schön weich und schön glatt. Und da kann das gegenteilige Gelenk schön drauf rumlaufen. Was ihr hier seht, müsste genauso aussehen. Das ist aber völlig zerfressen. Das heißt, diese Knorpelstruktur ist aufgelöst worden. Nicht mehr existent. Warum nun nicht? Die Physiologie dahinter ist einfach. Wenn ihr zum Beispiel ein nicht gekochtes Frühstücksei habt, ein rohes Ei, und ihr trennt an diesem rohen Ei einmal Eigelb von Eiklar und träufelt in dieses Eiklar einmal Salzsäure oder Zitronensäure oder irgendeine Säure, die ihr habt, mal hinein, immer schön Tropfen für Tropfen, dann werdet ihr merken, dass dieses Ei anfängt, flockig zu werden. Es wird milchig drin. Das Klare ist nicht mehr klar, sondern es wird vom Eiklar zum Eiweiß. Die Säure verändert also diese Eiweißstruktur in eurem Ei. Genauso wie es Hitze tut beim Kochen des Frühstückseis. Und diese Eiweißveränderung durch Säure findet genauso im Knorpel statt, denn hier sind Eiweißstrukturen verknüpft. Und diese Eiweißstrukturen, die werden durch die Säure gelockert. Und jetzt brauche ich nur ein bisschen Bewegung und schon brechen kleine Stücke raus, die fliegen durchs Gelenk oder werden resorbiert und es gibt Schmerzen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über Arthrose. Es gibt da immer sehr häufig Hüftarthrose, Kniearthrose. Andere Gelenke können auch Arthrose bekommen, aber die sind eben am häufigsten. Und da hatte ich dann auch wieder Professoren gefragt und gesagt, woher kommt denn die Arthrose? Antwort, Überlastung. Okay, dann bin ich losgegangen und habe so Kohlenschlepper gefragt, die immer so einen Zentner Kohlen hinten ins Haus, in den Keller, also mühsam Treppenstufen steigen und den nächsten Sack wiederholen, die ja richtig schwer tragen müssen. Die habe ich gefragt und habe gesagt, habt ihr Arthrose? Dann haben die gesagt, nein, haben wir nicht. Wieso? Wie kommst du da drauf? Okay, wenn die das nicht haben, dann habe ich gesagt, wer trägt denn noch schwer und belastet seine Gelenke? Dann bin ich auf die Soldaten gekommen. Ich habe gedacht, okay, die haben viel Marschgepäck, müssen viel marschieren den ganzen Tag über. Die belasten das Knie bestimmt besonders toll. Habe ich die gefragt, habt ihr Arthrose? Dann haben die gesagt, nee, wir haben keine Arthrose. Vielleicht habe ich die getroffen, die Arthrose nicht haben. Vielleicht gibt es einige, die Arthrose haben, aber merkwürdig war das schon, dass die, die sich besonders belasten, nicht die Arthrose haben. Dann habe ich Frauen, auch Männer kriegen natürlich Arthrose, aber ich habe nur Frauen befragt, habe ich gefragt, liebe Frauen, was habt ihr in eurem Leben gemacht? Habt ihr ganz viel getragen, immer einen Sack Kartoffeln oder Kohle oder seid ihr marschiert, damit ihr eure Arthrose bekommen habt? Die haben gesagt, nein, ganz normal, wie alle anderen auch. Also wir haben das nicht besonders belastet. Da habe ich gedacht, wenn die Arthrose nicht durch Überlastung entsteht, wodurch denn dann? Und die Lösung ist einfach, durch Übersäuerung. Die Säure geht in die Kniegelenke hinein und auch in andere Gelenke, weil es Endstrecken sind. Und diese Endstrecken sorgen dafür, dass da die Ablagerung der Säure stattfindet. Wenn ihr einmal
die Haut anguckt, wenn die Säure bekommen hat. Das ist eine Verätzung des Unterschenkels mit Salpetersäure gewesen. Und wenn ihr sowas seht bei einem Patienten, nur irgendeiner zeigt euch das heute, der sagt, oh Gott, geh zum Arzt, lass da einen Verband drum machen, damit sich das nicht infiziert oder das muss doch geheilt werden. Das ist schon ein bisschen in Heilung, das ist schon ein bisschen später jetzt, aber wenn es frisch wäre, dann würdet ihr doch sagen, Mensch, mach da was. Wenn wir uns das Bild nochmal betrachten von dem Knie, so sieht das aus, dann sagt man ja nicht das Gleiche. Es ist eigentlich die gleiche Verätzungsstelle, nur innerhalb des Körpers. Und wenn wir so etwas sehen und ihr hört von eurem Nachbarn, oh, ich habe Arthrose im Knie, dann sagt ihr, ja, schluck ein bisschen Schmerzmittel oder lass dir mal eine Spritze geben. Die Spritze ist gut. Die Spritze wird in den Gelenkspalt hineingegeben. Da ist meistens Hyaluronsäure drin. Es gibt auch andere Substanzen, die ja da reinkommen. Diese Hyaluronsäure saugt Wasser an. Das heißt, die Gelenkflächen werden ein bisschen auseinandergedehnt durch ein Wasserkissen, das da reingesaugt wird, sodass die Gelenkflächen nicht mehr Knochen auf Knochen reiben. Eine tolle Idee. Wenn ich also das da reinbekommen habe, habe ich ein kleines Schutzkissen. Aber der Rest des Körpers hat meistens auch einen Mangel an Hyaluronsäure. Und der saugt sich das aus dem Knie heraus, sodass nach einem Monat ungefähr die Wirkung im Knie verpufft ist. Und wenn die Wirkung weg ist, brauche ich die nächste Spritze. Bis zu 12 Mal im Jahr. Es ist aber die Ursache nicht behoben. So, und wenn ich nur im linken Knie die Spritze hineinbekomme, dann kann die Arthrose logischerweise im rechten Knie oder der rechten Hüfte weitergehen. Also, bei einer Hautgeschichte ist das nicht so gut. Eine Übersäuerung in anderen Gelenken, hier zum Beispiel in den Fingergelenken, kennen wir in Form von Rheuma. Rheuma ist eine Entzündungskrankheit. Alle Entzündungen setzen freie Radikale frei. Das sind böse Jungs. Und diese freien Radikale gehen ganz gerne mit anderen Substanzen eine Verbindung ein. Und diese Verbindung mit den anderen Substanzen erzeugen Schäden. Und solche freien Radikalschäden sind Gelenkzerstörungen, wie wir sie hier bei Rheuma betrachtet sehen können. Eine andere Übersäuerungskrankheit ist die Gicht. Hier ist die Harnsäure eingelagert in einem Großzehengrundgelenk. Die Harnsäureübersäuerung tritt auf bei Menschen, die am Abend zuvor besonders gefeiert haben und besonders viel Alkohol getrunken haben. Und da kann man fast die Uhr nachstellen. Nachts um 3 kriegen sie die größten Schmerzen, rufen den Notarzt an, der dagegen etwas unternehmen soll. Wenn sie das nicht machen und diese Übersäuerung durch Harnsäure kontinuierlich weiterhaben, dann wird irgendwann einmal das Gelenk völlig kaputt sein und es funktioniert nicht mehr. Die Schmerzen werden immer dramatischer, immer schlimmer. Die Gicht kann auch an anderen Gelenken auftreten. Eine weitere Übersäuerungsproblematik, die ist so gravierend, dass ich mich dieser Krankheitsthematik besonders verschrieben habe. Denn ich habe mir angeguckt, woran sterben die meisten Menschen in unserer zivilisierten Welt. Und wenn man die Statistiken einmal anschaut, dann sieht man, dass je nach Statistik 55-60% aller Menschen an Herz-Kreislauf-Schäden sterben. Herz-Kreislauf-Probleme. Ungefähr 30% sterben an Krebs. Das heißt, in unserer zivilisierten Welt haben wir eigentlich eine sehr große Chance, an 2 Krankheiten zu sterben. Herz-Kreislauf und Krebs. 60%, 30%. Also 90% aller Todesraten sind hervorgerufen durch diese beiden Hauptprobleme. Und wenn ich mir die Herz-Kreislauf-Geschichten einmal genauer anschaue, dann komme ich zu einem Grundproblem in dem Kreislaufsystem. Und dieses Grundproblem nennen wir Arteriosklerose. Aus den Arterien heraus, Skleros heißt hart, also Arterienverhärtung. Dieses beginnt manchmal schon früher, es gibt also auch Kinder schon, die das haben, aber in der Regel fängt das so ab dem 20. Lebensjahr an. Da habt ihr Glück, weil ihr ja alle noch drunter seid. Nur nicht älter werden, nicht 21 werden, dann geht das nämlich los. Was passiert hier? Hier seht ihr ein Blutgefäß, dieses Blutgefäß hat hier rot eine Muskulatur. Da hat das eine Innenwand und diese Innenwand ist hier schon verdickt. Die sollte eigentlich so dünn sein wie da oben, ringsrum. Das Blut, das hier durchfließt, geht also nur noch durch dieses kleine Gebilde hindurch. Wenn man nun noch 15 Jahre weiter wartet, dann wird die Erkrankung so dramatisch, dass selbst die Muskulatur betroffen ist. Diese dunklen Zonen stellen abgestorbenes Muskelgewebe dar.
Hier in der Mitte gibt es sogar noch Blutgerinnsel und da fließt dann überhaupt kein Blut mehr durch. So ein Blutstillstand in einem Gefäß nennt man, wenn es das Herz betrifft, Herzinfarkt. Wenn es den Kopf betrifft, Schlaganfall. Wenn es das Bein betrifft, Raucherbein. Wenn es den Fuß betrifft, diabetischer oder Zuckerfuß. Wenn es die Milz betrifft, Milzinfarkt. Wenn es den Darm betrifft, Darminfarkt. Und so weiter. Das heißt, die Durchblutungsstörung, an der wir auch sterben können, ist nichts anderes als eine Verkalkung in den Gefäßen. Und noch eine interessante Sache gilt es zu wissen, diese Muskulatur hier drumherum, die hat eine Bedeutung. Die Muskulatur kann sich zusammenziehen und auch wieder lockern und das Gefäß öffnen. Warum ist das so wichtig? Ihr wisst zum Beispiel, einige von euch, dass ihr ab und zu mal kalte Hände habt und kalte Füße. Richtig? Diese kalten Hände und Füße entstehen dadurch, dass die Blutgefäße in die Hände und in die Füße kleiner geworden sind. Durch die Muskulatur. Und wenn diese Gefäße kleiner geworden sind, fließt hier eben nicht so viel Blut hin. Deswegen werden die Hände und Füße kälter. Wenn ich eine Durchblutungssteigerung haben möchte, dann müssen meine Gefäße wieder größer werden. Und dann wird etwas wieder besser durchblutet. Beispielsweise, wenn ich Sport mache und richtig aktiv bin, dann wird meine Muskulatur besser durchblutet, indem die Blutgefäße sich öffnen. Dafür wird die Haut dann manchmal wieder kleiner. Es wird ein bisschen umtransferiert. Und kennt ihr diese Geschichte, dass man gesagt bekommt, ihr dürft nach einem ausgiebigen Essen nicht schwimmen gehen? Habt ihr das schon mal gehört? Wisst ihr auch warum? Ich will es euch sagen. Wenn man was richtig schön Üppiges gegessen hat, woraufhin man ja nachts um drei die Gicht kriegt, wenn man das schön gegessen hat, dann ist der Verdauungstrakt aktiv. Also was muss mit den Gefäßen passieren? Im Verdauungstrakt müssen sie geweitet werden. Die Durchblutung wird besser in den Blutgefäßen. Und wenn ich jetzt sage, och, ich lege mich hin und schlafe, dann ist ja alles ganz gut. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe schwimmen, in irgendeinem Eisloch, ich gehe schwimmen, dann werden meine Muskeln alle plötzlich aktiv und die Muskeln sagen, ja, damit wir auch richtig arbeiten können, müssen unsere Gefäße wieder größer werden. Und die sagen, wo kriegen wir das Blut her? Und dann sagen die sich, ja, aus dem Darm. Wir ziehen es einfach mal aus dem Darm ab. Der hat jetzt nichts zu melden, die Verdauung muss ruhen. Okay, sagt sich der Darm, hallo, ich habe aber hier noch ein Steak zu verdauen. Ich brauche auch Blut, du Muskel, du kannst mir nicht das ganze Blut klauen. Wo kann ich es denn noch herkriegen? Und jetzt sagt sich der Verdauungstrakt, ach Mensch, ich kann das vielleicht aus dem Kopf abziehen. Und klaut noch ein bisschen Blut aus dem Kopf, was in den Verdauungstrakt reingeht. Die Muskeln sind ja sowieso schon gut durchblutet. Und Blutarmut im Kopf lässt einen so ein bisschen bewusstlos werden. Und das in der Mitte von einem See, das ist nicht unbedingt praktisch, dann geht man leicht unter. Und deswegen ist es so gefährlich, schwimmen zu gehen mit einem vollen Magen, weil die Gefäße sich so unterschiedlich öffnen und schließen müssen. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt aber eine Arteriosklerose habe, dann machen die das gar nicht mehr. Die sind starr in einer Position, verharren die. Da öffnet und schließt sich nichts mehr. Dann hat man starre Röhren. Unsere Blutgefäße sind elastisch. Wenn das Herz Blut dadurch drückt, dann dehnen die sich aus. Das können wir fühlen. Das nennen wir Puls. Wenn so ein Gefäß aber starr ist, dann dehnt es sich nicht aus, sondern der Druck geht damit voll Kraft durch. Das erhöht den höheren Wert des Blutdruckes. Wir haben also eine systolische Blutdruckerhöhung, der zweite Wert ist höher, durch den starken Druck, der durch feste, starre Gefäße durchknallt. Also die Gefäßverhärtung erhöht den Blutdruck. Wenn wir jetzt nochmal zu der Elastizität zurückkommen, dann ist es ja wichtig, dass das Gefäßsystem sich den Bedingungen etwas anpassen kann. Das kann es aber da nicht mehr. Und es gibt noch ein zweites Problem. Wenn hier durch so ein Gefäß Giftstoffe durchfließen, beispielsweise Nikotin. Hier ist ja keiner Raucher, oder? Nein, okay, wusste ich doch. Vielleicht habt ihr Nichtraucher ja mal einen Raucher gesehen. Und habt bei diesem Raucher einmal gesehen, dass sich vielleicht die Hautdurchblutung nicht so gleichmäßig hervorgehoben hat. Raucher haben eine unterschiedliche Hautfärbung, weil einige Gefäße sich zusammenziehen
und andere normal geblieben sind. Und so kommen einige Hautpartien zustande, die so ein bisschen bläulich wirken bei Rauchern. Das heißt, mit ein bisschen Übung kann man einen Raucher eigentlich schon gleich auf der Straße erkennen. Am Hautkolorit. Und das heißt, dass Nikotin da durchfließend die Muskeln ärgert und die Muskeln sagen, oh, wir verkrampfen jetzt einfach einmal. Und wenn die Muskeln verkrampfen, kommt weniger Blut in die Haut. Das Gleiche passiert auch, wenn Säure oder andere Giftstoffe da durchfließen. Dann werden die Gefäße eng gestellt. Die verkrampfen diese kleinen Muskeln. Also bräuchte ich eigentlich einen Krampflöser. Und so einen Krampflöser gibt es. 1998 wurde dafür sogar der Nobelpreis vergeben an drei amerikanische Forscher. Man hat herausgefunden, dass diese krampflösende Aktion hervorgerufen wird durch Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist ein Gas, das bei euch aus den Autoabgasen herauskommt. Das heißt, wenn ihr nachher nach Hause fahrt, lasst den Motor noch kurz laufen, hängt euch an den Auspuff, dann habt ihr ein bisschen Stickstoffmonoxid. Macht das aber bitte nicht zu lange, dann braucht ihr nämlich nicht mehr nach Hause fahren. Natürlich ist es schädlich, an den Autoabgasen zu schnüffeln, das macht ihr bitte nicht, aber es kommen dort tatsächlich Stickstoffmonoxide heraus. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn Stickstoffmonoxid in meinen Körper hinein, wenn es nicht schon als Gas möglich ist? Ich brauche also etwas, das Stickstoffmonoxid in den Körper hineinbringt. Der Nobelpreiserfinder Alfred Nobel, der hat das Dynamit erfunden. Das Dynamit war nichts anderes als Nitroglycerin. Auch heute noch verwenden wir Ärzte in der Notfallmedizin Nitroglycerin. Und zwar wann? Wenn die Leute Schmerzen am Herzen haben. Wenn sie sowas ähnliches wie einen Herzinfarkt, den Angina pectoris Anfall haben. Was ist das? Angina pectoris heißt Verkrampfung der kleinen Herzkranzgefäße. Die verkrampfen und versorgen das Herz nicht mehr mit Blut und das tut den Leuten weh. Das ist wie ein Herzinfarkt schmerzmäßig. Und wenn man dieses beseitigen möchte, die verkrampften Gefäße lösen möchte, dann gibt es ein Spray, so ein Nitrolingual-Spray, das gibt man in den Mund rein, das erzeugt Stickstoffmonoxid und blub, werden die wieder groß und alles ist gut. Das heißt, Stickstoffmonoxid ist schon eine sinnvolle Sache, das wirkt aber zu schnell und ist auch künstlich. Das heißt, was wir eigentlich bräuchten, wäre ein natürliches Stickstoffmonoxid. Und das gibt es auch. An der Innenwand, die hier verdickt ist, wird dieses Stickstoffmonoxid selbst von dem Gefäßsystem hergestellt. Nun brauche ich nur noch eine Quelle, eine Stickstoffmonoxidquelle. Und diese Stickstoffmonoxidquelle gibt es auch, eine ganz natürliche. Wenn ihr Eiweiße habt, ich habe vorhin von dem Ei gesprochen, von dem Frühstücksei, dann besteht Eiweiß aus kleineren Grundbausteinen. 20 verschiedene Grundbausteine sind es, die unsere Eiweiße zusammenbasteln. Eine davon, oder alle 20 sind Aminosäuren. Man nennt die Dinger Aminosäuren, die zusammengeklebt bilden ein Eiweiß. Eine davon heißt Arginin. Komischerweise hat da jemand mal ein Buch drüber geschrieben. Arginin, genau über diese Aminosäure. Die ist so wichtig, so immens wichtig, dass 1998 dafür der Nobelpreis vergeben wurde. Warum? Die drei Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Arginin an der Gefäßinnenwand umgewandelt wird in Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid geht an bestimmte Rezeptoren in die Muskulatur, lockert die Muskeln und die Gefäße werden wieder schön weit. Wenn durch Verkrampfungsmechanismen zuvor alle Gefäße klein geworden sind, dann muss das Herz durch diese kleineren Gefäße das Blut ja richtig kräftig durchdrücken. Damit erhöht sich der Blutdruck. Kleine, enge Gefäße erhöhen den Blutdruck. 90% aller hohen Blutdrucke entstehen durch dieses Phänomen, Verkrampfung von Blutgefäßen. Wenn ich es jetzt also schaffen könnte, mit Hilfe von Arginin, diese Durchblutung wieder zu verbessern, dann würden die Gefäße ja wieder größer werden und der Blutdruck müsste bei den Betroffenen sinken. Und diese Beobachtung haben auch die Nobelpreisträger gemacht und ich habe sie auch in meiner Praxis gemacht, die Beobachtung, dass bei einigen schon nach 4 bis 5 Tagen der Blutdruck wieder auf Normniveau war. Das waren Leute, die haben keine blutdrucksenkenden Medikamente genommen. Die hätten sonst den Blutdruck noch weiter runtergesenkt.
Wenn ich erst den Blutdruck wieder normal habe, das wäre bei euch auch so, wenn ihr einen normalen Blutdruck habt und nehmt Blutdrucksenker, dann senkt ihr den Blutdruck ja noch weiter ab. Also hier ist ein bisschen etwas zu beachten, wenn man Blutdrucksenker nimmt, verstärkt das die Wirkung im Grunde. Also, Arginin eingenommen, die Gefäße erweitern sich und dadurch sinkt der Blutdruck. Das war eigentlich so die Hauptindikation. Und dann hat man festgestellt, ups, da passiert ja noch viel mehr. Denn wenn ein Organ vom 20. bis zum 45. Lebensjahr 25 Jahre durch Verkrampfung nicht mehr so richtig durchblutet wurde, dann arbeitet dieses Organ nicht mehr so richtig. Wenn es jetzt plötzlich durch Gefäßweitstellung wieder besser durchblutet wird, fängt das wieder an, so richtig zu arbeiten. Und das hat ein Arzt in den USA herausgefunden und der behandelt damit Zuckerkranke, Diabetiker. Und der sorgt durch Arginin noch weitere Dinge dafür, dass die Bauchspeicheldrüse wieder besser durchblutet wird. Und hat das mittlerweile an 5000 Patienten schon gemacht und so gute Erfolge bekommen, dass er die Patienten nicht an ein Krankenhaus überweisen musste, wegen Nebenwirkungen und Nebenschäden. Wenn man überlegt, dass Schmerzen durch Übersäuerung entstehen, durch eine Entzündung, die Übersäuerung macht, die Säure macht Schmerzen, dann könnte eine Durchblutungsverbesserung in dem Bereich, wo die Patienten die Übersäuerung haben, die Säure abtransportieren. Die Theorie ist eigentlich simpel. Nun haben Leute natürlich das Arginin ausprobiert, die Schmerzen hatten. Und wenn sie dieses Arginin genommen haben, haben sie schon festgestellt, dass nach ganz kurzer Zeit die Schmerzen weggegangen sind. Meine Tante hatte Rückenschmerzen, Hüftschmerzen und habe hier empfohlen, dass sie das Arginin einmal einnehmen möchte. Nach 3 Tagen hatten sich die Schmerzen halbiert, nach einer Woche waren die Schmerzen bei meiner Tante weg. Die konnte wieder tanzen gehen, die konnte wieder arbeiten gehen, richtig vernünftig, schmerzfrei. Hätte sie nie gedacht vorher. Aber eigentlich simpel, Säure wegspülen und dann ist gut. Ich muss natürlich noch Sorge tragen dafür, dass die Säure nicht neu entsteht. Aber ihr seht, wie wichtig die Durchblutung ist. Ihr seht hier unten ein Bild, ich mache euch jetzt mal zu Röntgenexperten. Das ist der Brustkorb, da ist die Wirbelsäule, hier unten befindet sich das Becken. Mit einem Mittel in die Blutgefäße gegeben, können wir die Blutgefäße sichtbar machen. Das ist ein Röntgenkontrastmittel. Ihr seht die große Körperschlagader und ihr seht eine Abzweigung, die in ein Bein reingeht. Das könnt ihr gut sehen, ne? Und was ist auf der Seite hier? Nichts. Da fehlt die Durchblutung komplett. Das bedeutet, das andere Bein kriegt durch diese Ader hier jedenfalls kein Blut mehr. Nun ist der Körper ja nicht so drauf, dass er so lange wartet, bis das Bein abfällt, sondern er versorgt das Bein durch Nebengefäße, sogenannte Kollateralgefäße, die seht ihr hier. Das heißt, es gibt so ein paar Extragefäße, die sind viel kleiner und die versorgen das Bein auch mit Blut. Nicht so gut natürlich. Und das führt dazu, dass so ein Patient, wenn er geht zum Einkaufen, dann geht er 30 Meter, tut sein Bein weh, dann bleibt er vor einem Schaufenster stehen. Guckt sich die Auslage dort an, dann beruhigt sich das Bein wieder und er geht wieder weiter. 30 Meter bleibt vor dem nächsten Schaufenster stehen, guckt sich die Auslage an, beruhigt sich das Bein. Er geht wieder weiter, 30 Meter, aua, Fenster, guckt sich die Auslage an. Die Krankheit heißt... Ihr kennt euch auch, super. Schaufensterkrankheit. Nichts anderes als eine Durchblutungsstörung mit Schmerzsymptomatik in den Beinen. Wo ist das Dilemma? Verkalkung der Blutgefäße, das hier oben. Und Verkrampfung der kleinen Muskulatur. Hier seht ihr ein Röntgenbild eines Beckens und eines Oberschenkelknochens. Und ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Neben den Knochen gibt es hier sowas Weißliches. Ist das ein bisschen zu erkennen? Dieses Weißliche hier neben ist die Beinschlagader. Und diese Beinschlagader hat auf dem Röntgenbild nichts zu suchen. Die dürfte da gar nicht sein. Das, was wir da also sehen können, ist eine völlig verkalkte Beinschlagader. Und diese verkalkte Beinschlagader wird dann irgendwann zur Schaufensterkrankheit führen müssen. Auf dem nächsten Bild sehen wir jetzt 2 Hauptschlagadern des Körpers, die ja eigentlich rund sind, sind aufgeschnitten worden und aufgeklappt. Hier auch. War rund, aufgeschnitten, aufgeklappt. Wir schauen also auf die Innenseite unserer Körperschlagadern hier. Auf der linken Seite, da gebt ihr mir recht, sieht das doch eigentlich ganz nett aus. Auf der rechten Seite ist das ganz schön rau. Das ist eine normale, gesunde Körperschlagader. Trotzdem ist der Mensch tot. Auf dieser Seite sehen wir eine völlig verkalkte Körperschlagader.
Und nun könnt ihr euch vorstellen, wenn das Blut hier lang fließt, dann fließt es schön laminar, schön elegant dort entlang. Wenn Blut hier lang fließt, dann wird das verwirbelt, das Blut trifft, die Blutplättchen treffen sich und es wird eine ganz turbulente, raue Strömung dort werden. Und wenn die Blutplättchen sich getroffen haben, entsteht ein Gerinnsel. Dieses entstandene Gerinnsel nennt man Thrombus. Wenn der noch an Ort und Stelle klebt, kann es auch Probleme geben, und das ist aber noch halbwegs gut. Wenn sich so ein Thrombusgerinnsel aber löst und mit dem Blutstrom wegschwimmt, dann heißt das Ding nicht mehr Gerinnsel, sondern also nicht mehr Thrombus, sondern Embolus. Und so ein Embolus, der kann sich irgendwo anders absiedeln, wo es enger wird, zum Beispiel in die Lunge. Dort wäre dann eine Lungenembolie die Folge, durch Gerinnselbildung. Das könnte so schlimm werden und so dramatisch sein, dass man an dieser Verstopfung stirbt. Wir haben also zwei Probleme bei Durchblutungsstörungen. Erstens die Gefäße, die sich ja richtig eng machen können. Und zweitens Gerinnsel, die aufgrund der Rauigkeit entstehen und dann etwas verstopfen. In Deutschland leben 82 Millionen Menschen zurzeit. Von denen haben 6 Millionen Diabetes mellitus. 6 Millionen Zuckerkranke. 2 Millionen, sagt man, seien sogar noch die Dunkelziffer. Die zuckerkrank sein, ohne dass es entdeckt wird. Das heißt, eigentlich sind es 8 Millionen bei 82 Millionen Bevölkerung. 10% der deutschen Bevölkerung ist zuckerkrank. Ich kenne die Zahlen in Österreich nicht, aber bei einer Bevölkerung von 8 Millionen, wenn es hier analog wäre mit 10%, sind es 800.000 Menschen in Österreich, die zuckerkrank sind und wenn sie nicht richtig eingestellt werden, in die Richtung laufen. Und das möchte ich doch verhindern, oder? Das kann doch nicht angehen, dass wir so lange abwarten. Okay. Wie kommen wir eigentlich dazu, dass irgendwas nicht stimmt an unserem Organismus? Das liegt ganz einfach an dem folgenden Umstand, dass das, was wir essen, nicht mehr dem entspricht, wie es ganz, ganz früher mal war. Und hier sind einige Nährstoffinhalte pro Tag aufgeführt von unseren Urahnen auf der linken und von unserer heutigen Ernährung auf der rechten Seite. Hier oben ist Folsäure. Seht ihr deutlich, dass die viel mehr war früher. Vitamin C gab es früher auch täglich in der Aufnahme mehr, Vitamin A auch, Vitamin E genauso, Zink, Calcium, Kalium. Alles viel mehr aufgenommen pro Tag. Heute haben wir eine gewisse Mangelernährung. Dafür haben wir etwas anderes, das wir mehr zu uns nehmen. Das ist zum Beispiel Natrium. Natrium in unserem schönen Kochsalz. Große Natriumaufnahme. Ballaststoffe waren früher auch mehr. Dafür haben wir heute mehr Fette, die wir zu uns nehmen. Und am möglichsten viele gesättigte Fette. Zu dem Natrium gibt es was Interessantes zu sagen. Das Natriumchlorid ist ja das, was wir zum als Speisesalz immer dazu tun zum Essen und das, was eigentlich so den Geschmack hervorruft. Ich habe in meinem Buch darüber etwas geschrieben. Denn ihr wisst ja, dass der Blutdruck etwas zu tun hat mit dem Salz. Und kennt ihr Leute, die immer Salz dazustreuen, bevor das Essen noch auf dem Tisch steht? Kommt der Kellner und die haben schon den Salzstreuer in der Hand? Kennt ihr solche Leute? Gut, also hier ist ja keiner davon. Ich habe also hier so ein bisschen ein Bild reingemacht mit dem Salz da drauf. Und ich lese euch mal was vor. Zunächst bleiben wir beim Bluthochdruck. Eine Geißel unserer Zeit. Er entsteht durch ganz verschiedene Ursachen. Eine davon möchte ich Ihnen erklären. Sicher kennen Sie Menschen, die beim Essen stets Salz dazustreuen. Frage: Warum haben diese Menschen wohl immer Appetit auf Salz? Antwort: Der Körper signalisiert Ihnen einen Mangelzustand. Ich brauche Salz. Aber es gibt viele Salze, Magnesiumsalz, Calciumsalz, Natriumsalz und noch einige andere. Welches genau der Körper benötigt, dazu fehlen ihm die Ausdrucksmöglichkeiten. Vielleicht fehlt ihm auch Magnesium oder Calcium. Wir aber streuen immer nur Natriumchlorid ins Essen, unser Speisesalz. Danach gibt der Körper erstmal Ruhe für die nächsten 4 Stunden. Aber was passiert? An der nächsten Pommesbude gibt es schon wieder Nachschub. Gesalzene Pommes, weil das den Appetit auf Salz so schön befriedigt. Abends dann Chips oder Salzstangen. Aber der permanent hohe Salzkonsum führt in ein Jammertal.
Salz zieht nämlich Wasser an. Das führt zu einem erhöhten Blutvolumen. Ein erhöhtes Blutvolumen wiederum führt zu einem erhöhten Blutdruck. Meist hat ein Patient, der Salz nicht widerstehen kann, einen erhöhten Blutdruck. Dann geht er zu seinem Arzt. Herr Doktor, ich habe einen hohen Blutdruck, habe ich selber zu Hause gemessen. Was kann ich denn dagegen machen? Wie er sich denn ernähre, will der Arzt wissen und erfährt, dass sein Patient reichlich Salz zu sich nimmt. Er bekommt die Empfehlung, seinen Salzkonsum zu drosseln. Eine Woche hält der Patient durch. Aber er zählt jeden Tag, hat immer Schmalz, er leidet. Ständig lockt der Salzstreuer, jeden Tag fährt er an der Pommesbude vorbei, verzehrt sich nach der gewöhnten Salzdröhnung auf den Fritten. Bald hält er es nicht mehr aus. Er will sein Salz haben. Am 7. Tag ist es dann soweit. Er landet an der Pommesbude, schlingt die gesalzene Versuchung mit Heißhunger hinein, wahrscheinlich gleich die XXL-Portion und gut in Öl gebadet. Eine Woche später ist er wieder bei seinem Arzt. Wie es ihnen denn gehe, fragt dieser. Naja, nicht besonders. Ich habe nicht durchgehalten. Mein Blutdruck ist wieder gestiegen. Die Herzkraft war aber gar nicht das Problem. Das Blutvolumen war es, verursacht durch den hohen Salzkonsum. Erlauben Sie mir, das Ganze einmal in einem Beispiel zu verdeutlichen, wenngleich im Großformat. Der Feuerwehr ist aus irgendwelchen Gründen Salatöl in den Löschwassertank geraten. Weil das C flüssiger ist als Wasser, muss die Pumpe, um es durch den Schlauch zu pressen, erheblich mehr leisten. Irgendwann läuft diese Pumpe heiß, droht auszufallen. Nun lässt der Löschmeister die Umdrehungszahl herunterfahren. Bald läuft die Pumpe wieder mit normaler Betriebstemperatur. Aber das Salatöl, das spritzt jetzt höchstens noch bis zum Küchenfenster, statt hinauf zum eigentlichen Brandherd ganz oben im Dachstuhl. Diagnose des Brandmeisters: zu wenig Druck auf dem Schlauch. Die Löschaktion scheitert durch den reduzierten Eingriff an der Pumpleistung. Ihr seht also, dass das Herz gar nicht das Problem ist, das therapeutisch angegangen wird. Das Problem ist das hohe Blutvolumen. Und das wurde verursacht durch Natriumchlorid. Und die Lösung ist immer noch nicht da, denn der Patient, dem fehlt immer noch Magnesium. Hat er immer noch nicht bekommen. Das heißt, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass der Patient nun sein richtiges Salz bekommt? Ganz einfach. Er macht Urlaub im brasilianischen Urwald. Warum? Im brasilianischen Urwald gibt es etwas Interessantes. Da wohnen nämlich Indianer. Und diese Indianer haben etwas besonders Tolles drauf. Vielleicht jetzt nicht mehr, aber ein Freund von mir, der dort war, hat es mir erzählt. Unser Körper besteht aus 92 Elementen. Ihr könnt im Periodensystem der Elemente, erinnern wir uns an den Schulunterricht, nachlesen, welche das so sind. Eines davon ist ja nur Natrium. Ein weiteres ist davon Chlorid. Natriumchlorid, unser Kochsalz. So, wenn es nun Magnesium oder Calcium oder irgendwas fehlt, dann sagt der Körper, oh, ich habe Appetit auf Salz, aber er weiß nicht welches. So, also muss man eine Lösung haben. Und diese Lösung könnte folgendermaßen aussehen. Gehen wir wieder in den brasilianischen Urwald. Da gibt es Dörfer, wo die Indianer wohnen, in Runddörfern. Und in diesen Runddörfern wohnen so 20 bis 25 Indianer. Das nächste Dorf ist 5 Kilometer entfernt. Da wohnen dann wieder 20 bis 25 Indianer drin. Nun haben die schon festgestellt, wenn die immer so unter sich sind, kommt es irgendwann einmal zu Inzucht. Das ist natürlich nicht so gut. Also brauchen sie mal wieder frische Gene. Und diese frischen Gene kriegt man ja in dem anderen Dorf. Nun setzen die sich nicht ans Internet und sagen, Indianer sucht Frau, sondern derjenige, der die Frau sucht, der schnappt sich zwei Kumpel, die gehen nachts pirschend durch den Wald bis in das nachbarschaftliche Dorf, dringen dann nachts, wo alle schlafen, in diesem Dorf ein, schnappen sich da die hübscheste Frau, klemmen sie so unter den Arm und rauben sie kurzerhand. Also nicht wie bei uns hier erst Blind Date und solche Sachen. Ganz einfach. Frau mitnehmen. So, und dann gehen sie nach Hause, haben eine neue Frau und das ist dann die Liebesheirat. Nun ist das andere Dorf natürlich nicht doof. Und die sagen, oh, wir müssen aufpassen. Wenn unsere Frauen hier geraubt werden, müssen wir die Räuber, die müssen wir schnappen. Ganz einfach.
Also haben wir vielleicht so ein bisschen Wachposten oder einige Leute, die mit einem offenen Auge schlafen. Und wenn dann die Räuber da ankommen, die Frauenklauer, wenn die da ankommen, dann überwältigen die die. Und dann fesseln die die, sind die schön festgebunden. Und das Tolle daran ist ja, die sagen sich, wow, wenn es hier drei Männer gibt, oder wenn sie nur einen geschnappt haben, einen Mann gibt, der so mutig ist, unser Dorf zu überfallen, um unsere Frauen zu klauen, da hat er so viel Energie, so viel Kraft und so viel Motivation, das wollen wir auch haben. Gesagt, getan, es gibt ein kleines Fest. Die Frauen aus dem Dorf, 10 Stück oder so, die gehen in den Wald, pflücken Bananen. Diese Bananen schälen sie, nehmen die Banane dann in den Mund, kauen schön gemütlich. Dann gibt es eine große Schüssel und da spucken diese Frauen den Bananenbrei hinein. Das machen alle 10 Frauen gleichmäßig in die eine Schüssel. Also habt ihr jetzt für eure nächste Party eine Empfehlung. So, während die das vorbereiten, sind die Männer nicht untätig. Die bereiten schon mal ein bisschen den Scheiterhaufen vor. Und diese Räuber, die werden jetzt genommen und verbrannt. Ich glaube, die bringen die vorher noch mal kurz um, damit das nicht so weh tut. Und dann werden diese Männer so regelrecht verbrannt. Was übrig bleibt von denen, ist dann Asche. Und diese Asche, die nehmen sie jetzt und streuen diese Asche in den Bananenbrei. Wir würden da Schokoladenstreusel reinmachen. Die machen da aber die Asche rein. Und dann gibt's das große Fest. Die Bananenschale geht reihum. Jeder nimmt sich da so seinen Brei raus und isst den. Und bis die Schüssel alle ist. Und dann sagen sich die Dorfbewohner, wir haben die Kraft und Energie der Angreifer in uns aufgenommen. Das ist ja nicht ganz doof, denn die Mineralstoffe, 92 Elemente, vielleicht sind ein paar in die Luft verpufft, aber 92 Elemente haben die ja aufgenommen. Also einen Mangel an irgendwas haben die ja nicht. Das soll jetzt bitte schön keine Empfehlung sein, das mit eurem Nachbarn auch so zu machen. Oder dem Nachbardorf. Es gibt andere Methoden, seinen Vorrat wieder aufzutanken. Ihr müsst dann nicht gleich diese Zeremonie nachahmen. Aber wir brauchen, und das soll die Erklärung dafür sein, wir brauchen die 92 Elemente. Wo kriegen wir sie her? Wenn ihr zum Beispiel einen Strauch habt, der nicht richtig wächst, Rosenstrauch oder irgendeiner, an anderen Stellen wächst der Strauch sehr gut, nur der eine wächst überhaupt nicht gut, dann solltet ihr mal einen Fisch nehmen. Besser ist, wenn der tot ist. Buddelt ein Loch, da wo dieser Strauch ist, vergrabt den Fisch da in der Nähe der Wurzeln und macht alles wieder schön zu. Dann werdet ihr merken, dass der Strauch besser wächst. Warum? Er hat die Nährstoffe von dem vergammelnden Fisch da aufgenommen. Macht das bitte nicht in der Nähe eures Fensters. So ähnlich ist es eigentlich auch für uns. Das heißt, alles Leben im Meer enthält die Vitalstoffe. Und diese Vitalstoffe werden gesammelt, wenn diese Tiere tot sind und vielleicht zu Boden sinken. Jetzt stört nur noch das Wasser. Das heißt, aus dem Meer heraus müsste das Wasser jetzt noch verdunsten. Und so etwas gab es ja in Großversionen irgendwo im Erdreich drin. Das sind Salinen, das ist Salz in der Erde drin. Und so ein Stollensalz kann man nehmen. Da sind so viele Mineralstoffe drin. Vielleicht nicht zwingend alle 92, aber zumindest mehr als die beiden, Natrium und Chlorid. Und solche Salzsorten sind zum Beispiel das Himalaya-Salz, das Steinsalz oder das Meersalz. Aus der Camargue gibt es zum Beispiel ein sehr magnesiumhaltiges Salz. Und tut mir einen Gefallen, wenn ihr hier nach Hause kommt, falls ihr noch nach Hause kommt heute. Schmeißt euer Natriumchlorid weg. Macht den Schrank auf, großer Bogen in den Mülleimer. Weg damit. Kauft euch ein Salz, das mehr Mineralstoffe enthält. Und wir sehen hier an dieser Tabelle ja, dass unsere Urahnen sich besser ernährt haben als wir heute. Das heißt, in einem Apfel, den wir heute essen, ist ja schon nicht mehr alles drin, wie es früher mal war. Der Franz Fries, der hatte mir heute versprochen, einen wilden Apfel mitzubringen. Und dieser wilde Apfel, der schmeckt ja meistens ganz anders als die gezüchteten Äpfel. Die sind ja süß, auf unseren süßen Geschmack getrimmt. Der wilde Apfel hat manchmal so Bitterbestandteile drin, die aber viel gesünder sind als der süße Apfel. In einem süßen Apfel
sind antioxidative Stoffe drin. Antioxidantien sind Substanzen, die die freien Radikale fangen. Erinnert ihr euch? Freie Radikale waren die Dinger, die in Entzündungsregionen das Übel anrichten. Und wenn ich diese freien Radikale vorher fangen könnte und beseitigen könnte, dann müsste doch die Entzündung nicht mehr so schlimm sein. Also brauche ich Radikalfänger, sogenannte Antioxidantien. Kommen wir mal nochmal zurück in den brasilianischen Urwald. Die Krieger oder Räuber, wie auch immer sie genannt werden, die in das Nachbardorf gehen, damit die nochmal richtig Mut haben, pflücken die von den Bäumen einige Beeren. Das sind Beeren, die man Acai-Beeren nennt. Diese Acai-Beere, die die dort so nehmen, es gibt auch andere Tropenfrüchte, die sowas enthalten, aber diese Beeren zum Beispiel enthalten sehr viel Vitalstoffe. Und zwar 200 Mal so viel wie hiesige Äpfel. Das heißt, ich müsste also die 200-fache Apfelmenge essen im Vergleich zu dieser Acai-Beere. Und kann damit meine freien Radikale wegfangen und die antioxidativen Dinge. Ich brauche also eine Nahrung aus dem Urwald. Diese Beeren muss ich zu mir nehmen, wenn ich entzündliche Prozesse habe, um die freien Radikale zu fangen. Oder eben 200 Äpfel essen am Tag. Nur, könnt ihr ja gerne mal machen. Okay, was macht uns also sauer? Es gibt viele Dinge, die uns sauer machen können. Hier sind nur einige aufgeführt. Und es gibt zweierlei Gruppen. Einmal die, die uns direkt Säure geben, weil die Säure da drin ist. Und auf der anderen Seite Dinge, die in unserem Körper noch einmal Säure hervorrufen. Die uns Säure spenden, sind Fleisch, Geflügel, Wild, Wurst, Innereien, Fisch, Käse, Quark, Hülsenfrüchte, Spargel, Rosenkohl, stark kohlensäurehaltige Getränke und Sekt. Die geben uns direkt die Säure in den Körper hinein. Die anderen Stoffe, die in unserem Körper in Säure umgewandelt werden können, sind Zucker, Süßwaren, Schokolade, Kuchen, Plätzchen, Speiseeis, gezuckerte Säfte, Weißmehlprodukte, Teigwaren, Zwieback, gehärtete raffinierte Fette und Öle, Kaffee, Wein, hochprozentiger Alkohol. Und da sagt ihr doch, oh Gott, was kann ich denn dann noch essen? Das ist doch alles, was ich mag. Ihr könnt das auch weiter essen, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber ihr müsst zusehen, dass ihr die Menge eventuell etwas reduziert. Und ihr müsst zusehen, dass ihr anstatt säurespendende Sachen und säureerzeugende Sachen vielleicht basenspendende und basenerzeugende Sachen zu euch nehmt. Das Komische ist, zum Beispiel unser Sauerkraut. Gibt es das auch in Österreich? Also. Dieser Sauerkraut, obwohl er sauer ist, sauer vergoren, wird im Körper basisch umgewandelt. Es gibt also einige saure Dinge, die wir aufnehmen, die im Körper aber basisch wirken. Zum Beispiel auch die Zitrusfrüchte. Die unterliegen einem anderen Stoffwechsel, dass sie im Körper basisch wirken. Aber ein Brot wirkt absolut übersäuernd. Zucker hatten wir eben auf dieser Liste drauf. Das heißt, wenn man besonders viel Zucker zu sich nimmt, wird daraufhin logischerweise auch besonders viel Säure produziert. Und ihr könnt ja zu Hause in eurem Kühlschrank oder im Regal mal nachschauen, auf dem Kleingedruckten hinten drauf, wie viel Zucker immer jeweils drin ist in der Nahrung. Und dann könnt ihr euch ausmalen, wie viel Säure ihr euch eigentlich damit antut. Was führt zu Übersäuerung? Falsche Essgewohnheiten, zu viel zu essen. Die Japaner essen, natürlich nicht alle, nicht, aber die Älteren meistens, bis kurz vor der Sättigungsgrenze. Dann hören die auf zu essen. Und wie machen wir das? Bis der Teller leer ist, der zweite auch noch, die Nachtischschüssel leer ist, dann hören wir auf. Ist ja all inclusive. Komischerweise kommen Leute von all inclusive Urlaubsorten dicker zurück, als sie hingeflogen sind. Übersäuerung und Massenzunahme durch zu viel Zucker. Wenn ich zu hastig esse, Fast Food Generation, wenn ich zu spät esse, abends um 10 oder 11 Uhr zu essen, bedeutet, dass die Verdauung in der Nacht stattfinden muss. Nachts um 2 oder 3 Uhr ungefähr, je nach Zeitumstellung, springt die Leber an. Und die Leber sorgt für eine Verstoffwechselung dessen, was ich kurz vorher gegessen habe. Da ist sie richtig aktiv. Und dieses richtige Aktive lässt eure Leber ein bisschen müde werden. Und wenn die Leber aber so viel zu tun hat, stört sie euren Schlaf. Das heißt, ihr werdet zwar nicht wach, aber euer Schlaf ist unruhiger. Und am nächsten Tag werdet ihr müde aufwachen.
euch durch den Tag durchschleppen, habt viel zu tun, könnt sowieso wieder erst abends essen und esst dann abends sehr spät, wo der Prozess von Neuem beginnt. Also spät zu essen ist ein großes Problem und stört euch extrem. Dann kann man seine Säure selber herstellen im Körper und da ist psychischer Stress ein ganz großer Faktor. Ich habe in dem Rahmen des heutigen Vortrages nicht viel Zeit, auf die Psyche einzugehen. Aber sie könnte mindestens genauso groß einen Stellenwert haben vom Zeitumfang und noch mehr wie dieser Vortrag. Ich möchte euch aber nur ein ganz kurzes Ding erzählen. Kennt ihr Leute aus eurer näheren Umgebung, bekannte Freunde oder sonst was, mit denen mal ein Vorfall war, so dass sie nicht mehr Freunde und Bekannte sind, sondern dass ihr diese Leute am besten nie wieder sehen wollt? Gibt es sowas? Entweder die haben euch was getan aus eurer Sicht oder aus deren Sicht habt ihr denen was getan oder gegenseitig, wie auch immer. Solche Menschen gibt es ja manchmal. Und ihr wollt nie wieder von denen hören. Ihr wollt auch nie wieder diese Leute irgendwo sehen. Ihr wollt nicht, dass die anrufen und gar nichts, weil sie euch Kopfschmerzen bereiten und ihr mit denen nichts zu tun haben wollt. Richtig? Ich will euch dazu mal eine kurze Geschichte erzählen. Denn sobald es auf das Gespräch kommt dieser Leute, bekommt ihr so eine Art inneren Schmerzreiz. Das ärgert euch, an diese Leute schon zu denken. Und ihr tragt diese Leute immer noch mit euch herum. Die belasten euch psychisch. Das ist psychischer Stress. Ich will euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Zwei Mönche gehen an einem Fluss entlang. Der Fluss ist nicht breit und auch nicht tief, vielleicht 1 Meter, 1,20 Meter tief. Und sie gehen schweigend nebeneinander her und sehen eine Frau, eine ältere Frau vor sich am Ufer stehen. Diese ältere Frau steht da und guckt auf die andere Uferseite. Geht der eine Mönch zu dieser Frau und fragt sie: Gnädige Frau, kann ich Ihnen helfen? Ja, sagt die Frau, ich möchte auf die andere Seite. Ja, sagt er, ist kein Problem, ich setze sie auf meine Schultern und bringe sie rüber. Macht der Mönch, setzt die Frau auf die Schultern, wartet durch das Wasser, Bauchnabel tief, kommt drüben an und setzt die Frau trockenen Fußes auf das andere Ufer. Sie bedankt sich herzlich und er geht zurück auf die andere Seite, wo sein Kollege steht. Schweigend schreiten beide wieder eine Stunde an dem Ufer des Flusses entlang. Da unterbricht der Zweite das Schweigen und sagt: Du, ist es nicht so, dass wir Frauen laut unserem Gelübde nicht anfassen dürfen? Ja, sagt der Erste, du hast recht. Aber ich habe die Frau auf der anderen Seite abgesetzt und du trägst sie immer noch mit dir herum. Ihr tragt diesen Menschen immer noch mit euch herum, der euch Gram war oder ihr dem Gram oder was auch immer. Ihr habt die Last mit diesem Menschen, tragt diese Last immer noch mit euch herum. Die habt ihr nicht abgelegt. Ob es der Ex ist oder wer auch immer. Die Ex, ja, auch einige Männer hier. Wenn ihr da ein Problem mit habt und diese Leute in eurem Kopf noch verwurzelt sind, dann tut mir bitte einen Gefallen. Nachher, wenn ihr nach Hause kommt, nehmt euer Telefon und ruft diese Person an. Wenn die Person abnimmt, dann sagt ihr: Ich verzeihe dir. Egal, was vorgefallen ist, ich gucke in die Zukunft, nicht mehr in die Vergangenheit, ich verzeihe dir. Jetzt gibt es von der Gegenseite nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, sofort aufzulegen. Möglichkeit Nummer 2, so: Ach Mensch, auf deinen Anruf habe ich gewartet. Und dann sagt ihr: Okay, lass uns mal auf einen Acai-Saft treffen. Wenn Möglichkeit Nummer 1 passiert und aufgelegt wird, dann ruft ihr diese Person in einem Viertel oder in einem halben Jahr erneut an. Jetzt gibt es genau diese beiden Möglichkeiten wieder. Das heißt, wenn aufgelegt wird, habt ihr in eurem Kopf diese Person schon ein Stückchen weiter abgelegt. Ihr wolltet der Person verzeihen, sie hat es noch nicht angenommen. Aber gedanklich habt ihr die Person schon ein Stück weit abgelegt. Wenn er wieder auflegt, die Person, dann ruft ein halbes Jahr später noch einmal an. Und wenn er dreimal aufgelegt wurde, dann habt ihr die Person so weit abgelegt, dass sie euch nicht mehr belastet, euch nicht mehr psychischen Stress verursacht und euch damit nicht mehr krank macht. Und wenn bei diesen drei Anrufversuchen die Person sagt: Mensch,
vor einem halben Jahr, da war ich blöd drauf und so, aber ja, du hast recht, lass uns mal wieder treffen. Und wenn ihr euch dann versöhnt, dann ist doch noch alles viel besser. Tut mir bitte diesen Gefallen und tut diesen Anruf. Es ist eine Überwindung, es ist ein schwerer Schritt. Aber macht einfach bitte diese Überwindung, ruft diese Person an. Schlafdefizit führt auch zu Säurebildung, genauso wie Bewegungsmangel. 90% der Bevölkerung sind unmerklich übersäuert. Eine latente Azidose im Körper. Die kann man nicht so gut messen, aber sie ist der Fakt, ist Fakt. Und diese Übersäuerung führt zu diesen chronischen Krankheiten, Bindegewebsschwächen. Die Säure, die nicht ins Gelenk kommt, geht ins Fettgewebe. Fettsäure. Säure kann also zu Fett umgewandelt oder als Speicherform genutzt werden. Und ihr werdet gleich sehen, wie ein Mensch aussieht, der fett ist. Anders übergewichtige Personen sehen vielleicht so aus. Einige davon haben eine Krankheit, die können dann nichts dafür, weil Hormone eine Störung darstellen. Aber wenn es alleine durch Überernährung ist, dann haben diese Personen Säure eingelagert. Und wenn man jetzt diese Säure wieder loswerden möchte, sprich das Fett, dann wird dieser Person gesagt, du solltest mal abnehmen. Okay, sagt die Person, ich nehme jetzt mal ab, sag mir eine Diät, die werde ich jetzt machen und halte diese Diät hoffentlich auch durch. Jetzt beginnt die Person mit der Diät, die Fettzellen öffnen sich und nachdem die Fettzellen sich geöffnet haben, was kommt heraus? Die Säure. Die Säure, die herauskommt, landet im Blut und fließt mit dem Blut zum Beispiel am Gehirn vorbei. Das Gehirn sagt, oh, so viel Säure finde ich gar nicht gut, ich mache mal Kopfschmerzen. Die Hirnhäute tun dann weh. Oder es geht in die Gelenke, es gibt Gliederschmerzen, das tut dann auch weh. Oder Unwohlsein, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, alle Symptome der Übersäuerung kommen plötzlich zutage. Das hält so eine Person auch nur eine Woche durch. Und nach dieser einen Woche sagt, ich kann nicht mehr, mir geht so schlecht, ich muss jetzt wieder vernünftig essen. Dann wird er wieder normal gegessen, die Fettzellen schließen sich, der Säurespiegel geht wieder auf ein Normniveau und der Person geht es dann wieder besser. Aber abgenommen hat sie nicht. Dann nimmt sie sogar wieder zu. Das ist also ein Ping-Pong-Effekt. Das bedeutet, wenn jemand so abnehmen möchte, dann muss er, damit das Fett nicht in die Säure umgewandelt wird, muss diese Person zuvor entsäuern. Einen Monat vorher beginnen, säurelos zu werden. Vernünftig entsäuern. Und entsäuern tun Bitterstoffe. Bitterstoffe sind enthalten in grünen Dingen. Blätter, grünes Obst, da sind Bitterstoffe teilweise drin. Ich habe euch, und je natürlicher, desto besser, ich habe euch vorhin von den Äpfeln erzählt, die wild wachsen, die schmecken bitter. Ich hatte bei der letzten Vortragsreihe, die ich hier in Österreich gemacht habe, in einem Schlossgarten, ich hoffe, der Schlossbesitzer hört das jetzt nicht, in einem Schlossgarten von einem Birkenbaum eine Handvoll Birkenblätter gepflückt und habe diese Birkenblätter während des Vortrages gegessen. Nach dem Vortrag kam ein Mann zu mir und sagte, zeigen Sie mal, was Sie da haben. Ich habe natürlich erzählt, dass es Birkenblätter sind. Das hat der Mann nicht geglaubt. Der dachte, ich habe irgendwie Chips oder irgendwas anderes da in der Hand. Und dann hat er das gesehen. Ja, stimmt, tatsächlich. Diese Birkenblätter, wenn ihr das probiert, ein Birkenblatt einmal zu essen, dann werdet ihr merken, das schmeckt bitter. Und dann denkt man, oh, das ist nicht so unbedingt das Tolle, das schmeckt merkwürdig. Nach einiger Zeit, nach 10, 15 Minuten, hat man wieder Appetit, ein zweites Birkenblatt zu essen. Und dann ein drittes. Und irgendwann ist die ganze Hand leer. Und man ist satt. Für 1-2 Stunden ist man gesättigt durch eine Handvoll Birkenblätter, weil da so viel Bitterstoffe drin sind. Und das Wichtige da drin ist, dass es extrem toll entsäuert. Und das tolle Entsäuern, was da drin auch vorkommt, liegt daran, dass da in den grünen Blättern Chlorophyll drin ist. Chlorophyll, ihr erinnert euch an den Schulunterricht, Chlorophyll ist der grüne Blattfarbstoff. 1915 gab es für Professor Willstätter für das Chlorophyll einen Nobelpreis. Professor Willstätter hat herausgefunden, dass die Molekülstruktur des Chlorophylls fast genauso aussieht wie die Molekülstruktur des Hämoglobins, unseres roten Blutfarbstoffs. Mit einer gravierenden Unterscheidung dieser beiden Dinge. Und zwar ist in unserem roten Blutfarbstoff im Zentrum ein Eisenatom.
Im Zentrum des Chlorophyll-Moleküls ist ein Magnesiumatom. Das heißt, Eisen, Magnesium, Eisen, rostige Farbe, rot, Magnesium, grüne Farbe, grün. Chlorophyll ist grün, Eisen ist rot. Das bedeutet, wenn ich Chlorophyll zu mir nehme und dieses Chlorophyll aufnehme, dann sorgt dieses Chlorophyll dafür, dass es im Prozess umgewandelt werden kann in Hämoglobin. Und dieses Hämoglobin, das dann entsteht, ist Hämoglobin, was Sauerstoff tragen kann. Und diese sauerstofftragende Qualität, wenn ich Chlorophyll zu mir nehme, sorgt dafür, dass ich körperlich leistungsfähiger bin, wenn ich Sportler bin, mehr sauerstofftragende Reserven habe und, was ganz wichtig ist, entsäure. Ich brauche also grüne Dinge zum Entsäuern. Und wenn ich die in meinem Leben nie aufnehme, weil ich immer nur braune Sachen, Kuchen, Kaffee, Schokolade, immer so braune Sachen zu mir nehme und immer übersäure, dann muss die Säure durch etwas anderes neutralisiert werden in meinem Körper. Und eine dieser Neutralisierungswege ist, Mineralstoffe an die Säure dran zu kleben. Die Dranklebung von Mineralstoffen an die Säure bedeutet, dass diese Mineralstoffe irgendwo herkommen müssen. Ein großes Mineralstoffdepot sind unsere Knochen. Und wenn ich zum Entsäuern Calcium aus dem Knochen herausnehme, dann entstehen Moleküle, die das Calcium verbunden haben. Und diese Moleküle können teilweise sich in neue Kalzifizierungen umwandeln. Und das könnten zum Beispiel Gallensteine sein oder das könnten Nierensteine sein. Und diese Steine sind mit, nicht nur, es gibt auch andere, aber mit entstanden aus einer Entkalkung des Knochens. Und wenn ich sowas habe und der Knochen langsam immer mehr Kalzium verliert, dann wird der Knochen löchrig. Er wird porös. Und darum heißt die Krankheit so, Osteoporose. Osteoporose ist eine Knochenentmineralisierungskrankheit. Der Knochen wird entmineralisiert, um die Säure durch Mineralstoffe zu neutralisieren. Knochenabbauende Zellen fressen das auf. Wenn ich meinen Oberschenkel heute Abend rausoperieren würde, den Oberschenkel auf den Boden stellen würde, dann könnte ich einen VW-Käfer oben drauf stellen. 1000 Kilogramm, eine Tonne hält mein Oberschenkelknochen an Gewicht aus, wenn ich das oben drauf stelle. Habe ich aber extreme Osteoporose und stehe morgens aus dem Bett auf und bin 70 Jahre alt oder wie auch immer und stehe kurz auf, dann kann es schon passieren, dass mein Oberschenkel Hals knack sagt, ich umkippe und den Notarzt brauche. Und dann später ein künstliches Hüftgelenk. Osteoporose ist eine dramatische Krankheit. Ich muss hier also, um die zu beseitigen, zwei Dinge machen. Erstens muss ich entsäuern durch grünes Chlorophyll. Zweitens muss ich die Durchblutung steigern, vielleicht sogar durch Arginin. Übersäuerung erzeugt eine ganze Menge Probleme. Hier sind einige aufgeführt. Kreislaufprobleme, Herzrhythmusstörungen, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Osteoporose, habe ich gerade erzählt, Karies, erhöhte Entzündungsbereitschaft, Gelenk- und Gliederschmerzen im Sinne von Arthrose, Bindegewebsschwäche, zum Beispiel Zellulitis. Hat hier im Raum irgendjemand Zellulitis? Natürlich keiner, dumme Frage. Klar, ihr seid ja alle noch unter 20. Die Zellulitis, wisst ihr, wie sie entsteht? Soll ich euch das mal erzählen? Ich habe zur Zellulitis hier in meinem Buch etwas geschrieben. Und ihr wisst ja, Zellulitis hat was mit Orangenhaut zu tun. Deswegen habe ich das Bild hier mit den Orangen gewählt. Ich wollte jetzt hier keine Zellulitis-Haut zeigen. Zellulitis. Wechseln wir den Schauplatz. Es gibt Szenen im Leben einer Frau, auf die würde sie liebend gerne verzichten. Eines Tages steht sie vor dem Spiegel und bemerkt seltsame Dellen an ihren Rundungen. Die Frau von heute hat auch gleich die Diagnose parat. Oh mein Gott, Zellulitis! Hysterie kommt auf. Du müsstest mal abnehmen, sagt dann die beste Freundin. Und auch die Werbung weiß guten Rat, der ist allerdings teuer. Verwende unser Produkt und alles wird gut. Andere locken mit Shakes, Dragees oder Antizellulite-Drinks. Alle mit wohlklingenden Namen, alle sehr hochpreisig. Helfen wird kein einziges, denn alle Ratgeber doktern am Kernproblem vorbei.
Ein heikles Thema, bei dem weder Freundin noch Zellulitis Killerdrinks etwas ausrichten. Dabei gibt es eine einfache Erklärung für das Dellendebakel an Bauch, Hüften und Schenkeln. Die Ursache liegt im sogenannten Unterhautfettgewebe. Das besteht, wie der Name schon sagt, aus Unterhaut, richtig? Aus Fett, ne? Ja, okay, super. Ihr habt das Buch schon gelesen, ne? Darüber liegt eine Bindegewebsschicht, in der Struktur vorstellbar wie ein Fliegengitter am Fenster, nur dünner. Also noch einmal, wir haben unten Fettgewebe, dann kommt eine Bindegewebsschicht wie ein Fliegengitter, dann kommt die Oberhaut und dann kommt die frische Luft. Wie ein Fliegengitter am Fenster, nur dünner, weicher und enger. Im Prinzip wird Fettgewebe also zusammengehalten durch ein engmaschiges Netzwerk aus Bindegewebe. Das hält das Unterhautfettgewebe nach unten. Erinnern wir uns, was die vagabundierende Säure mit dem Bindegewebe des Knorpels anstellte. Ihr erinnert euch noch an das Bild mit der Arthrose? Bauch- und Hüftregion, besser gesagt, deren Bindegewebe ereilt dasselbe Schicksal. Es wird locker. Irgendwann ist aus diesem kleinen, engmaschigen Fliegengitter ein grobmaschiges Fischernetz geworden. Bei diesem Grobraster gibt es kein Halten mehr gegen die nachrutschenden Fettmassen. Die wölben sich hoch, ne? Enges Fliegengitter grobmaschig geworden. Durch die großen Maschen kommt von unten das Unterhautfettgewebe durchgedrückt. Das lässt oben die Oberhaut aufwölben. An den Schnittstellen, wo das Maschengitter des Fischernetzes sozusagen ist, gibt es Einkerbungen. Und diese Einkerbungen sind diese Dellen, wie man sie auf der Orange auch findet. Bei diesem Grobraster gibt es keinen Halt mehr gegen die nachrutschenden Fettmassen. Die wölben sich hoch und an den Schnittstellen dieses Fischernetzes entstehen Einkerbungen. Die Zellulitis ist da der Frauenfeind Nummer 1. Also wird geschmiert und geschluckt und getrunken, was Werbung und selbsternannte Zellulitis-Experten empfehlen. Massagen werden gebucht, um das Bindegewebe zu stärken. Die Herren der Schöpfung können das heute Abend bei der Frau machen. Massage. Wundersportgeräte werden angeschafft. Alles dreht sich ums Abnehmen. Kaum jemand denkt an die Hauptursache, die Übersäuerung. Und die Zellulitis ist genau das gleiche wie am Knorpel. Die Auflösung der bindegewebigen Strukturen. Wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dann sorgt genau die mangelnde bindegewebige Haltestruktur dafür, dass die Bandscheibe durch die Gegend rutscht. Es ist auch eine Übersäuerungskrankheit. Deswegen hatte ich vorhin geraten, wer das hat, der mag auf Fleisch verzichten. Genauso wie die Achselschweißgeschichte. Also sorgt dafür, dass euer Bindegewebe hält. Wenn das Bindegewebe locker wird, gibt es einen Leistenbruch, gibt es einen Nabelbruch. Und verschiedene Strukturen des Körpers halten nicht mehr richtig in ihrer Struktur zusammen. Faltenbildung, Krampfadern, Schwangerschaftsstreifen durch Übersäuerung, Hautprobleme, Ekzeme, Neurodermitis, Akne, Pilzerkrankung, seelisches Sauersein. Kennt ihr den Spruch, ich fühle mich wie ausgelaugt? Das Gegenteil von Säure, ne? Keine Lauge mehr da, bin ich übersäuert. Ich bin sauer auf dich. Was sollt ihr heute nachher nach dem Vortrag machen? Anrufen, ne? Unwohlsein, Schlafstörungen gibt es, Konzentrationsschwäche, Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Muskelkrämpfe. Viele Dinge, die eng mit der Übersäuerung zu tun haben. Was kann ich nun dagegen tun? Ich kann Basenspender zu mir nehmen, viel Gemüse und frisches Obst. Je naturbelassener natürlich, umso besser. Heimische Kräuter, das ist das, was wir immer wieder vergessen. Wir machen ja immer nur ein bisschen Petersilie drauf. Was wir aber nicht machen, ist, unsere Kräuter, Wildkräuter zu benutzen und die richtig mal einzusetzen und unser Essen damit nicht nur zu garnieren, sondern es zu einem größeren Bestandteil unseres Essens werden zu lassen. Die Kräuter sind wichtig. In denen steckt sehr viel Heilkraft. Kaltgepresste Pflanzenöle. Neutrale Lebensmittel ist zum Beispiel stilles, basisches Wasser. Wie vermeide ich nun die Übersäuerung? Ich muss, um die Übersäuerung zu vermeiden, meinen Anteil an grünen Dingen, an Chlorophyll erhöhen und den Anteil der braunen Dinge reduzieren. Und ein gutes Verhältnis ist 4:1. Viermal so viel grüne Dinge zu sich nehmen wie braune Dinge, wenn man schon weiß, dass man übersäuert ist. Und das kann man machen. Es gibt Chlorophyll in verschiedenster Form, sogar in flüssiger Form, trinkbarer Form. Oder ihr könnt natürlich auch Blätter essen.
Ist jetzt im Winter ein bisschen schwierig. Tipps gegen Übersäuerung. Bewusst Lebensmittel aussuchen. Das hatte ich euch eben erzählt. Ihr müsst ganz klar aussuchen, welche Lebensmittel ihr einnehmt. Süßspeisen, stark raffiniert zuckerhaltige Nahrung vermeiden, den gezuckerten Zusatz meistens rauszunehmen, endlich mal aufhören, immer Zucker in den Kaffee reinzuschütten. In Ruhe essen, gründlich kauen, viel trinken, stilles basisches Wasser, hatte ich eben schon erzählt, Psyche, positiv denken. Wir saugen ja eigentlich die negativen Informationen durch Rundfunk, Presse, Zeitung immer wieder auf. Das hinterlässt psychische Spuren bei uns. Je mehr negative Dinge wir lesen und in uns aufnehmen und die uns irgendwie immer anheim werden, umso schlimmer wird unser Säureverhältnis im Inneren. Das heißt, wenn ihr euch mit Leuten umgebt, die immer nur meckern, oh, alles ist schlecht und alles macht keinen Spaß. Kennt ihr solche? Kennt ihr? Sucht euch doch lieber Freunde, die lustig drauf sind. Diese Leute, die Spaß haben am Leben, die positive Energie zu euch rüberbringen. Die anderen Meckerer, die ziehen euch runter, energetisch, und machen euch sauer. Ihr seid dann auch sauer auf den oder die oder das. Wenn ihr einen Raucher trefft, sagt ihm, lieber Raucher, es könnte sein, dass du übersäuerst durch dein Nikotin und deine Gefäße werden schön eng zusammengezogen. Deswegen versuch doch mal dran zu arbeiten, ob du nicht aufhören kannst. Wenn er das nicht schafft, kennt ihr so Raucher, die es nicht schaffen? Wenn er nicht schafft, aufzuhören, dann müsste er ja, weil Nikotin die Gefäße zusammenzieht, jeweils immer eine adäquate Menge an Arginin nehmen, damit die Gefäße wieder groß werden. Das heißt, er raucht eine Zigarette und muss 1 Gramm Arginin zu sich nehmen. Eine Zigarette, 1 Gramm Arginin, eine Zigarette, das sind so bei einigen 20 bis 60 Gramm Arginin pro Tag. Das ist eine mordsmäßig hohe Menge, die über der Empfehlung liegt. Die Empfehlung liegt bei 5 Gramm Arginin pro Tag. Aber ihr werdet sehen, wenn man das einnimmt, dann merkt man schon extreme Verbesserungen. Dann habt ihr vielleicht sogar ein Alibi, weiterrauchen zu können. Als Arzt muss ich euch natürlich sagen, Rauchen ist schädlich, solltet ihr bitte nicht machen. Ärger und Stress solltet ihr logischerweise auch vermeiden. Und Bewegung an frischer Luft. Also nochmal zusammengefasst, 3 Dinge sind ja wichtig aus der Sicht, um die Grundkrankheit zu beseitigen. Erstens, die Übersäuerung loswerden. Wie kann ich das hinbekommen? Indem ich grüne Sachen zu mir nehme, also Chlorophyll. Das baut mir sogar noch mein Blut auf. Das Hämoglobin wird dadurch gesteigert. Zweitens muss ich die Durchblutung steigern, damit die Säure auch abtransportiert wird. Das bekomme ich hin, Nobelpreis-Hintergrund 1998, mit dem Arginin, das in Stickstoffmonoxid umgewandelt wird und die Gefäße wieder weitstellt. Drittens muss ich meinen Mineralstoffhaushalt wieder auftanken und das kann ich am besten machen, indem ich Substanzen aus Urwaldregionen zu mir nehme. Beispiel die Acai-Beere. Wenn ich diese Substanzen zu mir nehme und meinen Mineralhaushalt wieder auftanke, dann kann ich dadurch auch entsäuern. Und das Tolle ist an den Tropenfrüchten, dass sie Antioxidantien enthalten, die immer dann wichtig sind, wenn eine Entzündung da ist. Und sobald ihr das Gefühl habt, dass eine Erkältung oder irgendwas einmal kommt und euch anfliegt, nimmt ein bisschen mehr von diesen antioxidativen Dingen, denn dann merkt ihr, dass am nächsten Tag die Erkältung weg ist. Die gibt's dann gar nicht mehr, wo ihr sonst eine Woche damit zu tun hättet. Rechtzeitig die antioxidativen Dinge einnehmen. Und wenn ihr es kontinuierlich macht, immer jeden Tag ein bisschen, dann sorgt das auch dafür, dass ihr gar nicht erst krank werdet, großartig. Also diese Dreisamkeit führt dazu, dass man sich viel wohler fühlt und dass man auch meistens nicht krank wird und dann einen Transkontinentalflug nach New York oder wohin auch immer machen kann mit 299 Vogelgrippekranken. Bewegung und frische Luft. Ich habe es ja vorgemacht. Man nehme sich eine Axt, hacke da ein Loch in so einen See rein. Das lässt einen warm werden, das kann ich euch sagen. Hier ist der Reporter von der Hamburger Morgenpost. Und haut 19 cm dick das Eis dort ein. Es gab 2 Eisschichten da drin, eine obere Eisschicht und eine untere Eisschicht.
Und nachdem ich durch die obere durch war, hatte ich erstmal Wasser, hatte mich schon gefreut, dass ich angekommen bin. Aber dann musste ich durch dieses Wasser, wo noch Eis drin war, durchhauen, um die zweite Eisschicht irgendwie zu erreichen. Und das hat dazu beigetragen, dass das Wasser aufspritzte. Dann sind meine Sachen nass geworden, also musste ich sie ausziehen. Hatte ich mir Frühstück hier ein bisschen, ich hatte keine Zeit morgens, da musste ich mir das Frühstück mitnehmen. Und ihr wisst ja, das Wasser testet man erstmal so ein bisschen mit dem Fuß, nicht, ob das so die richtige Temperatur hat. Hatte es, also bin ich da reingesprungen, habe ein bisschen rumgeplanscht, dann habe ich eine Banane gegessen, dann habe ich noch den frisch gepressten Orangensaft getrunken, nachdem ich da mehr rumgeplanscht habe. Und die Dinge habe ich natürlich alle der Saison frisch entsprechend auch gepflückt. Weintrauben ein bisschen gegessen. Ihr seht, ich lasse es mir da richtig gut gehen in diesem schönen Wasser. Plansche da also noch ein bisschen kräftig rum. Und dann muss man sich natürlich abrubbeln. Und irgendwann kommt man dann raus aus diesem Ganzen. Und dann habe ich mich mit Trockeneis abgetrocknet. Ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin dann noch einmal durch diesen See durchgerannt, einmal zur anderen Seite rüber und dann wieder auf die gegenüberliegende Seite, um dann wieder dorthin zu rennen und habe mich einfach durch den Wind abtrocknen lassen. Ich war trocken, meine Haut war trocken hinterher. Krebsrot war ich, beste Durchblutung. Als wenn ich irgendwie ein Kilo Arginin genommen hätte. So fühlte sich das alles an. Und ich kann euch versichern, es hat 3 Stunden gedauert, um wieder warm zu werden. Ich war so richtig ausgekühlt. Aber das nur symbolisch. Wie gesagt, macht das bitte nicht alle nach. Fragt vorher euren Arzt oder Apotheker, bevor ihr das macht. Besser kann man die Durchblutung steigern durch eine gesunde Lebensweise. Wenn man die gesunde Lebensweise nicht ganz hinbekommt, muss man gegen die Verkrampfung seiner Gefäße etwas tun. Das geht am besten mit Arginin. Darüber habe ich das Buch geschrieben und mir bleibt einfach nur, euch eine wunderschöne Gesundheit und ein langes Leben zu wünschen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, das lange Durchhalten und dass ich hier zu Gast sein darf in Österreich. Herzlichen Dank an alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.